So, schönen guten Abend hier im globalen Klassenzimmer des Welthauses Stuttgart. Und ich möchte mich erstmal ganz kurz selber vorstellen. Ich bin Wolfgang Manuel Zimmern und bin verantwortlich quasi hier für, repräsentiere den Verein Gentechnikfreie Landkreise Ludwigsburg-Rems-Murr. Die Stuttgarter kennen den Ludwigsburger und Rems-Murrer Landkreis wahrscheinlich noch nicht so gut, wie ich ihn seit 30 Jahren kenne. Ich bin rausgezogen aus Stuttgart und lebe dort seit 30 Jahren fast jetzt in Erdmannhausen, noch als Gäste hier aus Erdmannhausen. Bin aber Städter und bin mit dem Thema Landwirtschaft und Gentechnik, seitdem ich draußen auf dem Lande lebe, oder im Umland von Stuttgart, Lande ist ja schon über zersiedelt, die ganze Region, schon konfrontiert. Habe auch zwei Kinder und spätestens seitdem die auf der Welt sind, ernährt man sich bewusster und stellt sich auch die eine oder andere Frage mehr. Das Thema Gentechnik und Gentechnik, Agrogentechnik ist ein ganz wichtiges Thema, haben wir entdeckt und vor vier Jahren haben wir einen Verein gegründet, mittlerweile einer der großen Vereine, die sich mit Gentechnik ausschließlich, mit Agrogentechnik, aber jetzt natürlich auch mit der ganzen Weltproblematik beschäftigt. Also unser Betätigungsfeld ist, reicht bis nach Südamerika. Das ist nicht nur das Interesse, sondern mit einer anderen Organisation, die POEMA, zusammen, auch bis nach Brasilien, wo wir GVO-Sojaanbau geschädigte Bauern und Landwirte und Organisationen vor allen Dingen mit unterstützen im Kampf gegen die weitere Abholzung von Regenwald und die großflächige Nutzung von Regenwaldgebieten bzw. ehemaligen Regenwaldgebieten für die Sojaproduktion. Wir sind ganz schnell hier natürlich in diesem Raum hier, globales Klassenzimmer, zieht man ja die globale Brille auf und betrachtet die Welt mit den Global Eyes. Und heute Abend soll es um ein Thema gehen. Ich habe geschrieben, auch ein Thema, also Glyphosat und Glufosinate, Herbizide mit Nebenwirkungen, Unterstrich, das fehlt jetzt hier, auch ein Thema für Großstädter. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Dann morgen Abend dürfen wir die Frau Krüger in Marach am Neckar auch nochmal begrüßen, im Schlosskeller. Und da geht es auch um diese Fragestellung, wie können wir uns davor schützen, vor diesen Glyphosaten und Glufosinaten und den ganzen Umweltgiften. Herzlich willkommen, Frau Professor Krüger. Frau Dr. Krüger, haben wir letztes Jahr kennengelernt und auch eingeladen nach Backnang zu einer großen Veranstaltung im Bürgersaal dort mit einem Bauernlobbyisten, dem Geschäftsführer des Bauernverbandes, Harald Ebner von dem Bündnis 90 Grünen war mit dabei, ein Doktor, ein Arzt, ein Humanmediziner aus Backnang, aus dem Raum Backnang, war eine Podiumsveranstaltung, Podiumsdiskussion, nachdem sie einen Vortrag gehalten hatte, die Frau Dr. Krüger. Und da ist dann die Idee gereift, auch dieses Thema mal hier in der Stadt Stuttgart oder in einer Großstadt anzubieten. Und in dem Zusammenhang haben wir sie hier in dieses tolle globale Klassenzimmer eingeladen. Und ich glaube, die Referentin, ich weiß nicht, wer die Referentin kennt, mir fällt es schwer, sie vorzustellen. Sie macht es nachher selber, weil sie ist jetzt mittlerweile ja auch Fernsehstar, kann man fast sagen. Die Expertin, die immer gerufen wird, wenn es ums Thema Botulismus geht, wenn es ums Thema kranke Tiere, Bindestrich kranke Menschen geht. Wer hat die Arti-Dokumentation gesehen? Da sind einige hier. Da ist ja die Frau Dr. Krüger ja auch aufgetreten und die Sendung kann man bei uns auf der Homepage von unserem Verein anschauen, www.gentechnikfrei21.de, können Sie die gesamte Sendung Ihren Freunden mit auf den Weg geben und Sie einladen, die nochmal anzugucken, weil in der Mediathek ist sie nicht mehr zu sehen leider. Da geht es ja um Glyphosat und das Thema Glyphosat wird ja derzeit sehr, sehr heftig aufgekocht und Gott sei Dank auch diskutiert.
auch wenn hier noch einige Stühle frei sind. Aber was mich ganz besonders freut, ist, dass viele junge Leute da sind, weil das Thema ist, geht die jungen Menschen eher noch an als uns Ältere. Ihr habt ja noch ein Weilchen zu leben. Und ich kann nur sagen, seitdem ich auch im Land lebe und mit Landwirten in Kontakt bin, weiß ich, dass das Thema nicht nur unter die Haut geht, sondern bereits schon, und das wird uns ja die Frau Dr. Brügger nachher sagen, bereits schon in uns steckt. Ja? Und zwar ganz tief in uns steckt und wir auch Krankheiten damit zu verarbeiten haben, wo die Humanmediziner die Waffen strecken müssen, weil bei ihnen nichts einfällt mehr, aber es gibt Möglichkeiten, sich zu schützen. Ich weiß nicht, wer sich alles mit dem Thema Glyphosat beschäftigt hat. Die letzte Meldung, die ich heute aus dem Rechner gezogen habe, auf der Seite von Ihnen von Gentechnik, das ist eine Seite, die man auch bei uns anklicken kann, auf unserer Seite, die Birgit Esslinger sitzt hier, die ist Sprecherin, beziehungsweise nicht Sprecherin, zumindest Koordinatorin von dem Aktionsbündnis Gentechnikfreie Landwirtschaft in Baden-Württemberg. Da sind ganz viele Vereine organisiert und wir haben auch im November eine tolle Tagung gehabt hier in der Jugendherberge, eine große Tagung zum Thema Gentechnik und Agrogentechnik mit dem Stuttgarter Appell. Dieses Stuttgarter Appell zur Agrogentechnik. Und da geht es um dieses Thema Glyphosat. Also Gentechnik und Glyphosat kann man gar nicht miteinander trennen. Aber glyphosathaltige Spritzmittel werden überall verkauft. Und das ist der Skandal. Also er wird nicht nur in den landwirtschaftlichen Genossenschaften verkauft als Spritzmittel für die konventionelle Landwirtschaft, sondern wenn Sie in Ihrer Garageneinfahrt oder in Ihrem Hof einen Nachbarn sehen, der irgendeine Pumpe da unter dem Arm hat, auf dem Rücken irgendein Gerät und dann geht er mit so einer Spritze, geht er irgendwelchen grünen, in Anführungszeichen, Unkräutern nach und will die ausmerzen, dann fragen Sie ihn bitte sofort, was er hinten drin hat. Weil ansonsten würde er sich bücken. Wenn er kein Gift hinten drin hätte, würde er sich bücken und diese Unkräuter rauslassen. Sehr, sehr viele Tonnen, Hunderte, Tausende von Tonnen werden verkauft von diesen Mitteln in Baumärkten, in Gartenmärkten, Rosenhändlern, Blumenhändlern und werden dort nicht richtig, wie auch Fernsehdokumentationen das ja gelüftet haben, das Geheimnis, werden auch dort nicht richtig an den Verbraucher weitergegeben. Normalerweise müsste der Verkäufer dem Verbraucher ganz genau mitteilen, wie er dieses Mittel zu benutzen hat. Ja? Weil da gibt es Auflagen. Man darf es zum Beispiel in der Garageneinfahrt nicht benutzen, weil die Wasserwerke haben durchgesetzt, dass es auf den Beipackzetteln mit Nebenwirkungen, auf dem Beipackzettel steht drauf, die in den Hofeinfahrten und in asphaltierten und in geplätteten, versiegelten Flächen ist dieses Mittel nicht einzusetzen. Aber im Garten, nicht versiegelten Flächen, da darf ich es einsetzen. Ja? Und meine Nachbarn, einige Nachbarn, ich habe schon viele gesehen, die dann rausgehen und überall freihalten, ja, das Unkraut freihalten sozusagen. Und also das ist ein wichtiges Thema, ganz wichtiges Thema. Und dann, wenn man rausfährt auf den Acker, dann hat man bis zum letzten Jahr gesehen, dass die Bauern kurz vor der Ernte ihre Gestänge ausfahren und die sogenannte Vorerntebehandlung machen. Und diese Vorerntebehandlung ist aber seit letztes Jahr verboten worden in Deutschland, Gott sei Dank. Aber es wird trotzdem, sage ich jetzt wirklich so ungeschützt, es wird trotzdem weiter gespritzt, weil keiner kontrolliert, was da gespritzt wird. Glyphosat ist zurzeit ein Thema, da werden Sie, glaube ich, auch drauf eingehen, ein Thema, was europaweit neu zugelassen werden soll, nicht neu, sondern wieder zugelassen werden soll für die nächsten 10 Jahre. Und die Berichterstattung hat die Bundesregierung dieses Jahr für dieses Problemfeld übernommen und Bundesanstalt für Risikobewertung, BfR, hat
unmittelbar nach der Sendung, glaube ich, war das, haben die ihre Expertise eingestellt, weil die Weltgesundheitsorganisation Glyphosat als wahrscheinlich krebserzeugend bei den Menschen eingestuft hat. Und das müsste eigentlich bedeuten, dass das BfR und die europäischen Zulassungsbehörden EFSA quasi dieses Verfahren jetzt canceln und sagen, okay, wir warten, wir müssen neuere Ergebnisse abwarten. Aber ich greife jetzt nicht vor, weil die Frau Dr. Brügge da viel, viel kompetenter ist als jeder von uns hier im Raum. Sie stellen sich selber vor und ich freue mich auf den Vortrag. Ja, danke schön. Ja, meine Damen und Herren, mein Name steht dran. Ich bin bis zum letzten Jahr war ich Hochschullehrerin an der Universität Leipzig für das Fachgebiet Bakteriologie und Mykologie in der Veterinärmedizin. Von Beruf bin ich Tierärztin und habe auch 3 Jahre als praktische Tierärztin gearbeitet, weiß also, worüber ich spreche. Und demzufolge haben wir uns in Leipzig an meinem ehemaligen Institut seit ungefähr, ich habe dort 21 Jahre gearbeitet und von diesen 21 Jahren haben wir etwa 15 Jahre am Magen-Darm-Trakt verbracht mit Erkrankungen, die bei Tieren auftreten. Und hier haben wir uns insbesondere den durch Clostridien verursachten Erkrankungen zugewandt. Seit ungefähr Mitte der 90er Jahre gibt es eine Erkrankung bei Milchrindern. Rinder, ich kann es mir mal gut merken, genauso viel wie es Sachsen gibt. Demzufolge kann ich die Zahl nicht so richtig vergessen. So. Und diese 4 Millionen Rinder haben hohe Milchleistungen, die sind auch in den letzten Jahren sehr stark angewachsen. Ich kann mich erinnern, vor ungefähr so um die Wende herum lag, zumindest ich komme aus der DDR, bin da zwar nicht eingeboren, ich bin 1947 geboren, also und 1949 ist die DDR gegründet worden. Das heißt also, aber ich habe zumindest die Hälfte meines Lebens dort verbracht und beim Übergang in die Wende lag ungefähr die Milchleistung bei 4000 Liter. So, auch in der Bundesrepublik war es nicht viel besser. Also manche hatten 5, 6. Aber man hat natürlich durch entsprechende Einkreuzungen von Holstein-Friesien-Tieren hat man innerhalb kurzer Zeit die Milchleistung sehr stark gesteigert. Und wir liegen heute so im Durchschnitt in der Bundesrepublik so um 9000 Liter, aber es gibt auch Bestände, die haben 12.000 Liter pro Laktation. Das heißt also, wenn eine Kuh ein Kalb kriegt, gibt sie ungefähr, sagen wir mal so 10 Monate Milch und in diesen 10 Monaten liefert sie etwa 10 bis 12.000 Liter Milch. Das ist eine große Menge. Eine Kuh, ja. In einem Jahr. Ja, das sind pro, in der Hochleistung pro Tag ungefähr so zwischen 35 und 50 Liter. So, und diese Milchmenge, die kann man natürlich nur mit einer entsprechenden Futterbasis produzieren. Das heißt also, diese Tiere fressen nicht nur, so wie Frau Kühnast das mal gesagt hat, nur Gras, sondern die fressen auch sehr viel Kraftfutter. Und dieses Kraftfutter produzieren wir nicht mehr hier in Deutschland, sondern es werden hohe Kraftfuttermengen importiert. Insbesondere Soja. Und dieses Soja ist gentechnisch verändert und ist auch mit Glyphosat kontaminiert. Der Rückstandshöchstwert, ich komme noch dazu, liegt bei 20 Milligramm pro Kilo. Aber ich will nicht vorgreifen. Wir haben uns nur zur Vorbemerkung damit befasst, weil wir uns die Ursachen für den chronischen Botulismus nicht erklären konnten. Und ich glaube, ein Wissenschaftler muss immer nach den Ursachen forschen. Und ich habe vor kurzem einen sehr schönen Spruch, den ich mir natürlich auch gleich zu eigen gemacht habe. Man muss das Feuer löschen und nicht dem Rauch nachlaufen. Das heißt also, man muss die Ursachen finden. Und die Ursachen, beziehungsweise der chronische Botulismus, Sie kennen den Botulismus vielleicht als Intoxikation. Das ist zum Beispiel in Sachsen vor 3 oder 4 Jahren passiert. Vater und Sohn haben eine bombardierte, sagen wir in der Veterinärmedizin, Leberwurstbüchse gegessen. Das heißt, wenn der Deckel sich schon hebt, sollte man sie nicht mehr essen. So, die waren wahrscheinlich geizig, kamen zwar nicht aus Schwaben, aber sie waren trotzdem geizig und haben hier also die Wurstbüchse gegessen. Der Sohn hat es überlebt, der Vater nicht.
Und in dieser Brustbüchse hat sich Botulinumtoxin, das ist ein Neurotoxin, was zum Beispiel die Interaktion zwischen Nervensystem und Muskulatur verhindert, sodass also die Muskulatur nicht mehr aktiv werden kann. Und diese Menschen sind unter einer Lähmung gestorben, oder diese Person ist unter einer Lähmung gestorben. Und insbesondere die Lähmung des Zwerchfells ist hier entscheidend. Wenn das Zwerchfell sich nicht mehr bewegen kann, dann können sie nicht mehr atmen und ersticken. Das ist die akute Form. Das heißt, Toxin ist vorgebildet in dem jeweiligen Lebensmittel oder Futtermittel. Und wir haben aber seit Mitte der 90er Jahre den chronischen Botulismus kennengelernt. Das heißt also, die Tiere sterben verzögert. Das heißt also, die Toxinmengen, die gebildet werden, die werden im Tierkörper gebildet, die werden nicht vorgebildet mit dem Futtermittel aufgenommen, sondern sie werden im Magen-Darm-Trakt gebildet. Und da fragt man sich natürlich, was ist die Ursache, dass eine Erkrankung, die lange Zeit nur in dieser toxischen Form vorgekommen ist, warum die plötzlich diese neue Form annimmt. Und da kommt man natürlich zur Fragestellung, und 2010, seitdem befasse ich mich mit Glyphosat, rief mich ein Saatgutvermehrer an und erzählte mir irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was der von mir wollte, aber der erzählte mir was über Glyphosat, was ich noch nie gehört hatte. Und das hatte mich natürlich gleich veranlasst, in die Literatur einzusteigen, und wie weit wir gekommen sind, das will ich Ihnen jetzt mit darstellen. Ich habe der ganzen Geschichte diesen Spruch vorangestellt: Du wirst so lange ausgelacht, bis die Realität beweist, dass du Recht hattest. Es geht nicht ums Recht haben, sondern es geht immer nur um die wissenschaftliche Wahrheit. Und dazu, glaube ich, sind Hochschullehrer und Wissenschaftler aufgerufen. Wenn wir uns mit der Landwirtschaft befassen, und der Tierarzt ist ein Mitglied der Landwirtschaft, dann muss man sich natürlich auch mit der industrialisierten Landwirtschaft befassen. Und hier haben wir natürlich durch die Agrochemie Rückwirkungen auf Menschen und Tiere und auf die Natur. Und das ist so das, was eben der Herr Simon gerade beschrieben hat, wie bei uns zum Beispiel Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden. Aber das ist die Ausbringungsart in Südamerika. Und wenn man zum Beispiel hier an einem solchen Feldrain wohnt mit seiner Familie, kann man vor diesen Dämpfen nicht entweichen. Das heißt also, man atmet die Dämpfe ein, die Lebensmittel und auch das Trinkwasser sind dann kontaminiert. Das ist die Art und Weise, wie der Herr Simon das erklärt hat. So können sich die Kleingärtner damit befassen. So einen habe ich noch nie gesehen in einem Blumengarten. Und auch zum Beispiel im Obstanbau wird Glyphosat zur Bekämpfung von Unkräutern mit eingesetzt. Ich habe der ganzen Geschichte mal eine kleine Bemerkung vorangestellt, und zwar geht es hier um den Pflanzenstoffwechsel und um Herbizide. Die Pflanzenschutzmittel, wer wird geschützt, wer wird nicht geschützt, das ist ja schon so eine kleine Verballwarnung. Also diese Herbizide, sie greifen massiv in den Pflanzenstoffwechsel ein. Und die Zielstrukturen, das sind meistens aromatische, also ringförmige Komponenten. Sie erinnern sich vielleicht noch an Chemie, Phenolring. Ja? Das sind also diese ringförmigen aromatischen Komponenten. Und diese kommen auch in den höheren Pflanzen vor. Und das sind meistens Abkömmlinge von zwei wesentlichen Aminosäuren. Das ist das Phenylalanin und das Tyrosin, auch Aromaten, also mit einem Phenolring. Und die haben eine Schlüsselfunktion für die Synthese von vielen Strukturen in der Pflanze. Und das sind aber auch, das sind einmal Stützsubstanzen, zum Beispiel auch Lignine, zum Beispiel auch Abwehrsubstanzen wie Tannine, Pumarine. Aber das sind zum Beispiel auch Polyphenole, Flavonoide, die wir in der Nahrung haben können. Die wirken nämlich entzündungshemmend. Die unterstützen uns als Mensch oder als Tier in unserer Abwehr. Man hat zu diesem Zwecke, hat man sich mit den Aminophosphonsäuren auseinandergesetzt. Und ich will gleich vorbemerken, Glyphosat und auch Glufosinat, das sind Aminophosphonsäuren. Aber die Palette ist natürlich noch viel größer. Und diese Aminophosphonsäuren, das hat eine polnische Arbeitsgruppe sehr schön 1991 beschrieben, die haben sehr unterschiedliche Aktivitäten. Die wirken antibakteriell, also gegen Bakterien. Die können auch in das Zentralnervensystem eingreifen, sie sind neuroaktiv. Ein großer Teil von ihnen ist antikanzerogen, kann also auch als Krebsmittel eingesetzt werden.
und ein großer Anteil wirkt auch Herbizid, also als sogenanntes Pflanzenschutzmittel. Das heißt also, diese Aminophosphonsäuren kann man fast überall einsetzen, von der Medizin bis zur Landwirtschaft. Und hier habe ich mal diese Aminosäure auf der einen Seite eben dargestellt, auf der anderen Seite die Phosphonsäure. Der Unterschied ist nicht riesig. Sie haben hier im Prinzip nur noch diese eine OH-Gruppe und das Phosphat, den Phosphor, aber ansonsten, oh pardon, sind die ziemlich identisch. Und das ist eigentlich auch die Kalamität. Sie sind beide strukturell sehr ähnlich, analog. Aminosäure und auch die Phosphonsäure und konkurrieren meistens um die Bindungsstellenkörper. Das heißt also, diese Phosphonsäure kann letztendlich diese Aminosäure aus der Bindung rausschmeißen und kann sich letztendlich in diese Bindung reinsetzen und dadurch hat man natürlich eine völlig andere Funktion. Das heißt, das Enzym oder auch wenn es an einen Rezeptor ranbindet, diese Struktur hat dann nicht die gleiche Wirkung oder die gleiche Aktivität, als wenn sich eine Aminosäure ranbindet. Ich komme jetzt zum Glyphosat und möchte ein paar Bemerkungen dazu machen, was es ist und wie es wirkt. Das Glyphosat ist ein Abkömmling der einfachsten Aminosäure, die wir eigentlich kennen, das Glycin. Und es ist eigentlich ein N-Phosphonomethylglycin oder man kann auch Phosphonomethylessigsäure dazu sagen. Das Glyphosat hat hier letztendlich von allen Aminophosphonsäuren hat es hier im Prinzip sozusagen einen Vorrang, weil das eben am meisten benutzt wird in der Landwirtschaft und weil hier auch die meisten Untersuchungsergebnisse vorliegen. Und hier haben wir letztendlich auch die klarsten Ergebnisse hinsichtlich der spezifischen Hemmung von Stoffwechselwegen. Das Glyphosat, das wissen Sie, das hat Herr Simon auch schon gesagt, das ist der Wirkstoff in Totalherbiziden. Das erste war das Roundup der Firma Monsanto, USA. Und das wird seit 1974 in den USA angewendet. In der heutigen Zeit wird Glyphosat in mehr als 100 Ländern verwendet. Und interessant ist, der Hauptproduzent ist jetzt nicht mehr USA, sondern das ist China. Und China beliefert Monsanto. Und Monsanto produziert das Produkt und liefert es an China zurück. Ja? Wir haben ungefähr mehr als 750 kommerzielle Produkte weltweit. Das sind ganz frische Informationen, die im Lancet standen. Und die werden für die Landwirtschaft, Forstwirtschaft, für die städtische und private Anwendung eingesetzt. Was sind nun die besonderen Eigenschaften von Glyphosat, warum es sich eben für diese eben beschriebenen Anwendungen eignet? Es hat ein sehr kleines Molekulargewicht, 169 Gramm. Es ist hitzestabil, das heißt also, wenn das Zeug im Brot oder im Brötchen drin ist, durch Backen kriegen Sie es nicht kaputt, essen Sie es schön weiter. Es hat eine gute Wasserlöslichkeit, aber deswegen muss es mit einem Penetrationsmittel kombiniert werden, wenn es in die Pflanze rein soll. Sie erinnern sich vielleicht noch an Ihren Biologieunterricht. Pflanze hat Cuticula und das ist eine Fettschicht. Und da kommt was Wasserlösliches nicht durch. Das heißt also, es muss hier ein Penetrationsmittel, ein lipophiles, also fettlösliches mit ran. Und das verstärkt die Toxizität. Es gibt einen französischen Wissenschaftler, einen Toxikologen, Herrn Besnard. Der hat festgestellt, dass zum Beispiel die Formulierung, also das Roundup, 125 mal top. Das heißt also, dass diese Formulierung mit dem Penetrationsmittel die Toxizität dieser Substanz wesentlich erhöht. Es wird schnell aufgenommen, absorbiert, natürlich mit Penetrationsmittel und wird dann durch das gesamte Pflanzengewebe verteilt und wird meistens in der Pflanze nicht abgebaut. Es gibt aber jetzt eine Publikation, die darauf hinweist, dass zum Beispiel im Soja das Glyphosat auch zur Aminomethylphosphonsäure, abgekürzt AMPA, abgebaut wird. Und dieses AMPA ist auch toxisch, also es ist nicht detoxifiziert. Zur Definition, Wissenschaftler lieben Definitionen, es ist ein systemisches, nicht selektives Herbizid. Das heißt also, bringt alles um. Das sowohl in der Landwirtschaft als auch in nicht landwirtschaftlichen Gebieten weltweit verwendet wird. Wir kommen zu den Wirkungen. Die erste Wirkung ist als
Herbizid. Ich sagte schon, es wird hier letztendlich in den Pflanzenstoffwechsel eingegriffen. Wie das passiert, sage ich noch. Und die Zulassung war in den USA 1974. Aber die eigentliche Erfindung kam von einem Schweizer, von Herrn Henri Martin, 1950. Und der hat Glyphosat als einen Chelator entwickelt. Chelatoren sind Verbindungen, die fangen Kationen. Und dummerweise fängt Glyphosat zweiwertige Kationen. Also Kationen, die wir zum Leben brauchen, wie Calcium, Magnesium, Zink, Mangan, Kupfer, Kobalt und so weiter. Der Martin, der wollte das aber nicht als Herbizid einsetzen, sondern der hat zum Beispiel Hochofenschlacke damit behandelt, um da noch den Rest von Metallen rauszuziehen. War ja eine gute Sache, ne? Um hier die Hochofenschlacke von den entsprechenden Metallen zu befreien und dadurch noch Metalle für die Industrie letztendlich aufzureinigen. 2010 gab es ein Patent von einer Gruppe von Monsanto, Abraham und Mitarbeiter, und die haben festgestellt, dass Glyphosat auch als Bakteriostatikum eingesetzt werden kann, dass es also auch eine antibakterielle Wirkung hat. Und bereits 1996 haben Kempen und Mitarbeiter festgestellt, dass es auch zytostatische Wirkung hat. Das heißt also, dass hier auch in den Zellstoffwechsel im Sinne eines Zytozids eingegriffen wird. Ich komme jetzt zu den einzelnen Mechanismen. Erstmal zu der Herbizidenwirkung. Ich möchte Sie ja nicht mit dem ganzen Chitinsäurestoffwechsel langweilen. Ich möchte hier nur auf eine Sache hinweisen, dass das Glyphosat diesen Stoffwechselweg blockiert und dass dann die Endprodukte, das sind diese drei essentiellen Aminosäuren, die Tiere und Menschen nicht selber produzieren können, die also von den Pflanzen, aber auch von Bakterien, Pilzen, Protozoen und Algen gebildet werden. Und wenn dieser Stoffwechselweg blockiert ist, dann haben wir hier im Prinzip eine Hemmung auch der Bildung von diesen drei essentiellen, also unbedingt lebensnotwendigen Aminosäuren. Und dadurch werden eben auch Wirkstoffe, ich hatte schon darauf hingewiesen, zum Beispiel Tannine und so weiter, werden hier blockiert. Eine ganz wichtige Sache, die natürlich den Mediziner interessiert, ist, dass hier auch aus diesem Stoffwechselweg ein wesentliches Vitamin herauskommt, gebildet wird. Und das ist das Vitamin K, was zum Beispiel für die Blutgerinnung wichtig ist. Und wir haben das in der Landwirtschaft bei Rindern festgestellt, dass Rinder, die zum Beispiel diesen Vitamin K-Mangel haben, dass sie aus der Nase bluten und auch aus ihren Harnblasen. Das heißt also, sie haben einen massiven Bluteinstrom in den Urin und sie haben auch richtige Blutfetzen oder Blutaustritt letztendlich aus den Nasenöffnungen. Ja. Das natürlich. Das tritt dort verstärkt auf. So das tritt dort verstärkt auf, ja, so natürlich. Sie haben Tierbestände, die haben Nasenbluten und die haben auch Blut im Urin, weil hier die Harnblasen oder weil Blut im Harn enthalten ist. Entschuldigung, können Sie das noch ein bisschen genauer sagen? Also weil hier durch den Wirkungsmann... Ich komme noch darauf, ich bin euch ganz fertig. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel Futtermittel aufgenommen werden, die jetzt mit Glyphosat behandelt worden sind, haben die weniger von Vitamin K und demzufolge kann der Bedarf des Tieres nicht letztendlich gedeckt werden. Aber muss man natürlich sagen, ungefähr die Hälfte wird durch Mikroorganismen im Magen-Darm-Trakt gebildet. Aber diese Mikroorganismen haben genau den gleichen Stoffwechselweg. Und das heißt also, wenn hier Glyphosat auf diese Mikroorganismen, die sich im Magen-Darm-Trakt von Menschen und Tieren befinden, einwirkt, dann wird auch hier weniger Vitamin K gebildet, aber zum Beispiel auch weniger Vitamin B12 und auch B6. Das heißt also, wir haben hier Vitaminmängel auf diese Art und Weise. Ja? Also immer, wenn Sie es nicht verstehen, bitte nachfragen. Ja? Das ist einfacher. Ich kann nur was ergänzen zur Begrifflichkeit. Vitamin K ist notwendig für die Blutgerinnung. Ja. Das muss man wissen, sonst versteht man das nicht. Ja, ich hatte es aber gesagt, ja, so, das ist für die Blutgerinnung notwendig. Ah, ja, aber es geht ja sofort. Sie können mich ruhig unterbrechen, wenn Sie irgendwas... Gab es noch eine Frage? Ja. Ist es theoretisch möglich, Vitamin K nachzufüttern? Natürlich, klar. Okay. Das tun wir auch, um den Tieren hier letztendlich diese Blutgerinnungsmöglichkeit wieder zur Verfügung zu stellen. Ja. Das war die erste Wirkung. Dann hatte ich gesagt, es ist ein Chelator, also ein Fänger von zweiwertigen Kationen.
Und diese Kationen sind aber dann für Pflanzen und Tiere nicht mehr verfügbar. Und Sie wissen, dass letztendlich ein großer Teil der Enzymsysteme, die Sie in sich tragen, die auch Tiere in sich tragen, zum Beispiel auch Insulin braucht Zink, ohne Zink funktioniert es nicht. Sie brauchen Mangan, Sie brauchen Kupfer, Sie brauchen Kobalt, ja, für die einzelnen Enzymsysteme. Und wenn diese Spurenelemente nicht mehr da sind, dann können diese Enzymsysteme in Ihrem Körper nicht mehr arbeiten und das gleiche auch beim Tier. Und demzufolge gibt es hier entsprechende Mangelerscheinungen, sprich es gibt Krankheiten. Ich habe hier eine Publikation mitgebracht von einer amerikanischen Gruppe und die haben den Einfluss von Glyphosat auf die Mikronährstoffaufnahme und auf den Nährstofftransport in Pflanzen untersucht. Und zwar waren das gentechnisch veränderte Pflanzen, die mit Glyphosat behandelt worden sind. Und Sie sehen, grün ist die Kontrolle, also ohne Glyphosat, und hellbraun oder gelb, das ist die glyphosatbehandelte Gruppe. Und Sie sehen, dass zum Beispiel Eisen, Mangan und hier insbesondere in den Wurzeln signifikant reduziert worden ist. Das gleiche auch in den Sprossen, das sind ja die aktiven Zentren einer Pflanze, die wachsen. Auch hier sehen Sie zu wenig Eisen, zu wenig Mangan und zu wenig Zink. Das heißt also, dass diese Pflanzen, auch diese Pflanzen haben in ihrem Enzymsystem diese Spurenelemente als notwendig, als essentiell und demzufolge ist hier auch das Wachstum eingeschränkt. Wir haben Untersuchungen durchgeführt, schon 2013 haben wir das publiziert und zwar haben wir in Dänemark 8 unterschiedliche Rinderbestände untersucht. Und zwar haben wir aus jenem Bestand 15 Tiere kurz nach der Geburt und 15 Tiere in der Hochleistung. Das ist meistens so ungefähr 20 bis 40 Tage nach der Geburt untersucht und wollten hier sehen, inwieweit die Spurenelementgehalte dieser Tiere ausreichend hoch sind. Es gibt immer Referenzwerte. Wenn Sie zum Arzt gehen, sagt er Ihnen auch, Sie liegen in der Referenz oder Sie liegen außerhalb. Und hier haben wir Kobalt untersucht, Mangan, Zink und Selen. Und Sie sehen, Kobalt und Mangan sind hier weit unter den Normwerten. Das heißt also, diese Tiere haben einen massiven Mangel an diesen Spurenelementen. Und gerade das Mangan ist unbedingt notwendig für die Aktivität der Mitochondrien. Sie können sicherlich etwas mit dem Begriff Mitochondrien anfangen. Das sind die kleinen Kraftwerke in Ihren Zellen. Ungefähr 10% ihrer Körpermasse besteht aus Mitochondrien. Freuen Sie sich drüber. Das heißt also, dass hier Energie, ATP, gebildet wird. ATP ist die Energiereserve, die Sie brauchen, um alle Körperfunktionen auszuführen. Und dazu brauchen die Mitochondrien auch Mangan. Wir brauchen auch Zink. Zink ist ein Spurenelement, was wir in vielen Bereichen des Körpers brauchen, angefangen vom Gehirn bis letztendlich zur Bauchspeicheldrüse. Und Sie sehen auch hier, das sind die Referenzwerte, Sie sehen hier auch die Streuung. Das heißt, diese Tiere waren noch relativ gut versorgt. Aber muss ich dazu sagen, wir konnten mit unseren Untersuchungen nicht differenzieren, ob dieses Zink an Glyphosat gebunden war, denn im Blut kommt auch Glyphosat vor, wenn die Tiere das fressen, oder ob es frei war. Das konnten wir nicht entscheiden. Und das Gleiche auch bei Selen. Sie wissen, Selen hängt mit Vitamin E zusammen, um hier letztendlich Sauerstoffradikale wegzufangen. Das ist das, was mich natürlich als Mikrobiologin besonders interessiert, dass eben Glyphosat ein Bakteriostatikum ist. Das ist das Patent. Und da schreibt dann der Patentinhaber, es wirkt als antimikrobielle Struktur und induziert eine Stase, weniger den Tod der Mikroorganismen und dass hier also das Wachstum dieser Mikroorganismen beeinträchtigt wird. Aber man muss dazu sagen, es ist ja nicht nur das Wachstum, was beeinträchtigt wird, sondern es sind ja auch alle Stoffwechselprodukte, die über den Stoffwechsel dieser Mikroorganismen gehen, sind ja ebenfalls reduziert. Das heißt also, es werden weniger Proteasen, es werden unterschiedliche Enzyme nicht mehr gebildet, zum Beispiel auch bestimmte Abwehrstrukturen gegen andere Bakterien, wir nennen sie Bakteriozine, werden auch nicht mehr gebildet, weil ja hier auch letztendlich diese Mikroorganismen dazu einen entsprechenden Stoffwechsel benötigen. Das ist ein zweites Patent, das habe ich 2011 gefunden, und zwar ist das von einer Gruppe patentiert worden
Und zwar, wo haben Sie hier die genetischen, die Gene patentiert, die zum Beispiel in Bakterien vorkommen, die diese Bakterien resistent für Glyphosat machen. Und als Mikrobiologin und insbesondere als jemand, der sich mit dem Magen-Darm-Trakt befasst, möchte man natürlich ein mikrobielles Gleichgewicht. Und normalerweise ist es so, Menschen und Tiere werden steril geboren und sie besiedeln sich auf dem Geburtsweg, das, wenn es normal geht. Ne, das heißt also, wenn ein Kind oder ein Jungtier den normalen Weg durch den Geburtskanal ins Freie bekommt, dann besiedelt es sich von vornherein gleich mit der Scheidenflora des Muttertieres, besiedelt sich auch mit Fäkalflora, die da hinten auch rumflattert, und auch mit Mikroorganismen aus der Umwelt. Und Sie wissen ungefähr, Frauen sich per Kaiserschnitt entbinden lassen. Und da kriegt das Kind natürlich nicht die Flora der Mutter. Wenn das Kind Pech hat, kriegt es die Flora der Oberschwester und das muss nicht passen. Ja? Das heißt also, dass hier diese ganz spezifische Flora, die die Mutter, dem Kind, denn das Kind ist 50% Mutter, 50% ist der Vater. Und die Mitochondrien kriegt es alle von der Mutter, meine Herren. Ja? Nochmal, die Mitochondrien, das sind die Kraftwerke, kommen alle von der Mutter. Das ist was Weibliches. Herrlich? Ja, natürlich. An den Spermien sind auch 2, 3 dran, aber die gelten nicht. So, aber zurück zu den Bakterien. Wir brauchen dieses mikrobielle Gleichgewicht, die Homöostase. Nur unter der Homöostase funktioniert das. Und die Homöostase wird aber insbesondere durch Bakterien realisiert, wie zum Beispiel Lactobacillen, Enterokokken, Bifidobakterien und so weiter, mit denen wir in Symbiose leben. Die Symbiose ist das Entscheidende. Und dann gibt es natürlich auch noch Böslinge, das sind die hier, aber bei den Bakterien verhält es sich wie bei den Menschen. Der größte Teil ist gutartig. Und es gibt ein paar ganz gute, die sitzen beim Papst, und die anderen, die ganz schlechten, sitzen im Gefängnis. Ja? Und der Rest ist ihnen doch mehr opportunistisch. Und diese Pathogene, die kommen da nicht in der Überzahl vor im Magen-Darm-Trakt. Die werden von diesen, wenn sie in ausreichender Menge zusammen vorkommen, in Schach gehalten. Aber die sind dummerweise glyphosatempfindlich, die guten. Das heißt also, sie werden reduziert in ihrer Aktivität. Und die freuen sich natürlich darüber, weil sie natürlich dann ihre Gegner verlieren, auf diese Art und Weise. Das heißt also, wir haben hier eine massive Störung des Gleichgewichtes. Und Sie kennen sicher den Begriff Salmonellen. Das ist so ein schrecklicher Begriff, beziehungsweise auch kann auch schreckliche Infektionen verursachen. Zum Beispiel der Typhus. Salmonella typhi war in den Anfang des 20. Jahrhunderts eine gefürchtete Erkrankung, da sind die Menschen reihenweise dran gestorben. Erst nachdem man Antibiotika hatte, konnte man diese Krankheiten letztendlich beeinträchtigen. Und was mich natürlich interessiert, das sind die Clostridien. Tetanus kennen Sie, hoffentlich alle geimpft. Clostridium perfringens kommt sehr häufig bei Menschen und Tieren vor. Zum Beispiel der Gasbrand bei Menschen. Eine gefürchtete Erkrankung der Soldaten. Der größte Teil der Soldaten im Zweiten Weltkrieg ist nicht an den Kugeln gestorben, sondern am Gasbrand, weil hier im Prinzip Sporen aus der Erde in die Wunde gekommen sind. Und dann sind die ausgekeimt und haben dann letztendlich diesen Gasbrand verursacht. Gibt es da noch einen anderen Begriff dafür? Gasbrand? Ja. Nö, das ist ein schöner Begriff, das heißt. Ja, bitte. Also ich meine, dass bei dem Patent der Wirkungsgrad bei 1 ppm angegeben war. Sie hatten vorher einen Höchstwert von 20 Gramm je Kilogramm. Ja, das ist was anderes. Ja. Also wenn Sie zu den Werten noch was sagen. Ja, also 1 ppm bedeutet 1 Milligramm pro Kilo. Ja? Mhm. So. Und 20 Milligramm, das ist der Rückstandshöchstwert im Soja. Mhm. Darauf hat sich die EFSA geeinigt, ja, mit den Herstellern. Darauf will ich raus, ja. Genau. Das heißt aber, bei 1 ppm ist das schon wirksam. Ja, natürlich. Ja, ja, richtig. Das heißt, wenn der Höchstwert bei 20 liegt, heißt das, dass wir unserem Geflügel zum Beispiel was antun? Antibiotisch, also die Antibiotika quasi mit den Futtermitteln schon verabreichen. Richtig. Aber und zwar selektiv wirkend. Ja, aber man muss natürlich noch eines berücksichtigen, da gibt es auch eine Publikation, wir haben auch eine geschrieben, aber die ist leider noch nicht durch und wir sind dadurch der zweite Sieger. Ja. Aber trotzdem, die andere ist auch gut. Das heißt also, dass hier zum Beispiel die Bakterien
durch Glyphosat, das sind ja Biozide. Und Bakterien reagieren auf Biozide mit Gegenmaßnahmen. So, sie werden resistenter. Und diese Gegenmaßnahmen beziehen sich nicht nur auf die Biozide, sondern auch auf andere, auch auf Antibiotika. Ja? Das heißt also, wenn Ihnen der Begriff ESBL etwas sagt, das sind diese erweitert Beta-Lactamase-resistenten Enterobakterien. Ich lache. Ich sage es nochmal, erweitert. Beta-Lactamase heißt Penicillin-resistent und auch multiresistente Enterobakterien. Und dazu gehören E. coli, Salmonellen, Enterobacter und so weiter. Die tragen sie alle in sich. Und wir haben zum Beispiel Untersuchungen in Leipzig durchgeführt, und zwar mit Isolaten von unserem Klinikum aus der Humanmedizin. Die hatten ein großes Problem bei ihren Patienten damit, nämlich auch Sepsisfälle, weil es kein Antibiotikum mehr gab. Und wir haben diese Isolate hinsichtlich ihrer Glyphosatresistenz untersucht. Und stellen Sie sich mal vor, die sind es. Ja? Und wir konnten hier gleiche Erreger, die noch sensibel gegen die Antibiotika waren, vergleichen mit denjenigen, die es nicht mehr waren. Die sensiblen Keime, die waren auch gegenüber Glyphosat noch sensibel. Aber die resistenten Keime, die waren gegen Glyphosat hochgradig resistent. Das heißt also, durch diesen permanenten Einsatz haben wir einen Shift oder eine Veränderung in der Mikrobiologie und können hier auf diese Art und Weise zum Beispiel verstärkt zu diesen Resistenzen kommen. Ja? Und wenn Sie sich überlegen, dass das ja nun schon diese glyphosathaltigen oder GVO-haltig oder GVO, also gentechnisch veränderten Futtermittel, das ist Soja, das ist Raps, das ist Zuckerrübe, die existieren ja schon seit Mitte der 90er Jahre. Das heißt also eine lange Zeit, wo wir uns damit auseinandersetzen und auch unsere Tiere. Und diese Keime, ESBL, die kommen natürlich auch aus den Tierbeständen oder wenn sie die Gülle auf dem Feld ausbringen oder über die Biogasanlage die Gärreste ausbringen, können die natürlich auch verfrachtet werden durch Wind, wenn sie abtrocknen. Die sterben nicht ab. Ja, bitte. Nochmal, die 20 Milligramm von der EFSA gilt wofür? Für Soja. Bei Soja als Futtermittel? Auch beim Menschen. Auch als Lebensmittel natürlich. Auch beim Lebensmittel. Ja, klar. Gibt es keine Unterschiede. Gut, das heißt also, wir haben hier einen Unterschied in der Empfindlichkeit. Wir haben solche Untersuchungen durchgeführt. Und zwar haben wir mal geschaut, wie wirkt Glyphosat auf einen Erreger, den Sie alle in Ihrem Magen-Darm-Trakt tragen, Enterococcus faecalis. Und Enterococcus faecalis ist ein Gegenspieler von Clostridium botulinum. Deswegen hat er mich interessiert. Und Sie sehen hier alles, was durchscheinend ist, da sind die Bakterien nicht mehr am Leben, sie sind reduziert. Und alles, was trübe ist, da wachsen sie noch vor sich hin. Und Sie haben hier das Glyphosat, das heißt also hier 0,2 Milligramm führen schon zu einer entsprechenden Reduktion der Bakterien, also zu einer Bakteriostase. Und auch das Abbauprodukt Aminomethylphosphonsäure hat auch eine antibakterielle Wirkung. Das heißt also, wenn Sie zum Beispiel ein Sojamehl an Rinder verfüttern, was eben sowohl Glyphosat als auch Amber enthält, dann haben Sie hier eine entsprechende Mischung an antibakteriell wirksamen Substanzen. Ich komme jetzt auf den Einfluss, damit ich Ihnen auch ein paar Beispiele bringe. Das ist keins von mir, aber es ist hochinteressant. Und zwar haben wir im Boden ein ähnliches System. Wir haben Gegenspieler. Und Sie wissen vielleicht, dass auch seit ungefähr Mitte der 90er Jahre die Kontamination von Futter und auch von Lebensmitteln, insbesondere Getreide, mit Mykotoxinen, das sind Toxine aus Pilzen, Fusarium, Spezies können diese Toxine bilden, dass die kontinuierlich ansteigen. Wir hatten übrigens mal von Baden-Württemberg vor ein paar Jahren, hatten wir Getreide untersucht. Und ich habe noch nie so hohe Mykotoxinwerte in einem Getreide gefunden, wie hier aus Baden-Württemberg. Und das hängt damit zusammen, dass gemulcht wird. Das heißt also, es wird nicht mehr eine invasive Bodenbearbeitung durchgeführt, sondern man lässt im Prinzip Stroh oder andere Abfälle von den Pflanzen lässt man auf dem Acker liegen und da wird dann das Saatgut mit hineinverbracht. Und dieses ist natürlich eine gute Quelle für das Wachstum von Pilzen und die können dann im Prinzip auch den Aufwuchs unterschiedlicher Pflanzen, was man da nur angebaut hat, mit kontaminieren. Aber zurück zu dieser Arbeit von Zubiol und auch von Krämer, die haben also mal Folgendes gemacht, sie haben unterschiedliche Mengen Glyphosat pro Hektar ausgebracht und haben dann geschaut, wie viel Fusarien
Also diese Pilze, die die Mykotoxine bilden können, wie viele wachsen denn da? Und Sie sehen zum Beispiel, wenn 600 Gramm ausgebracht worden sind, die Kontrolle, hier unten war kaum was drin. Bei 600 Gramm hatten Sie schon mehr als 200% mehr Fusarien, bei 1200 Gramm 350% und bei 2400 Gramm pro Hektar 500%. Und Ihre Gegenspieler, diese Glyphosaten, die sind natürlich in die Knie gegangen. Das heißt also, man reduziert mit dem Glyphosat die empfindlichen Keime, das sind hier die einige Pseudomonaden-Spezies, und die Fusarien können sich dadurch frei entwickeln und können da natürlich auch ihre Toxine bilden. Ich habe aber hier noch eine andere Arbeit mitgebracht. Interessant ist hier nur das, was ich in Rot geschrieben habe, von Babu und Mitarbeiter von 2013. Und die haben mal Folgendes gemacht, die Bodenmikrobiologen, die untersuchen insbesondere die Enzymaktivitäten der Bodenmikrobiota. Und hier haben sie einige Enzyme, zum Beispiel Amylase, Invertase, Protease, das sind proteolytische Enzyme, oder das ist ein proteolytisches Enzym. Und sie haben, das ist die Kontrolle, haben wir geschaut, nach 7 Tagen, 14, 21 und 28 Tagen, wie da letztendlich diese Amylase oder diese Enzymaktivität aussieht. Und Sie sehen hier bei der Amylase, nach 7 Tagen hat man noch ungefähr die gleiche Konzentration oder die gleiche Aktivität, aber es geht nach 14 Tagen runter. Dann kommen hier zum Beispiel Bakterien hoch, zum Beispiel Pseudomonas aeruginosa und auch die Pilze, die können dann entsprechend Amylase bilden, weil sie resistent sind und können dann noch letztendlich Glucose anbilden, aber das geht dann letztendlich nach 28 Tagen zurück. Und hier die anderen Enzyme, die Invertase, hier wird dann Saccharose zu Invertzucker umgewandelt und da sehen Sie eben, dass hier schon nach 7 Tagen eine dramatische Reduktion dieses Enzyms erfolgt und das geht immer so weiter. Und bei den Proteasen ist ungefähr eine Halbierung zu sehen. Dann gibt es noch ein harnstoffspaltendes Enzym. Sie sehen auch hier, dass eine massive Reduktion der Enzymaktivität darzustellen ist und dann hier auch diese Dehydrogenase-Aktivität, dass hier eben auch letztendlich die Aktivität erstmal runtergeht und dann geht sie hier hoch. Das heißt also, hier gibt es dann letztendlich einen Gewöhnungseffekt. Das sind, ja bitte. Nochmal die Aufwandmenge war 360 Gramm pro Liter und Hektar. Das heißt, ein Liter pro Hektar noch ausgebracht? Ja, das wird nur ausgebracht. Ja. Ein Liter wird ausgebracht und in dem einen Liter sind 360 Gramm Glyphosat. Das war. Das ist eine übliche Menge, oder? Das ist bei uns eine übliche Menge, in den USA schon lange nicht mehr. Pro Hektar. Ja. Das wird stattfinden. Richtig. Machen die das dann auch richtig oder können dann das kann ich nicht sagen. Also viel hilft viel und es ist billig. Naja, die Frage ist, also man geht ja, ich will ja den Landwirt nichts antun und man geht eben immer von einer entsprechenden Arbeitsweise aus. Die sind ja auch belehrt und so, haben auch entsprechende Veranstaltungen besuchen müssen. Ich denke schon, dass sie. Das sind Untersuchungsergebnisse aus meinem Haus wieder. Das haben wir 2013 publiziert und hier hat der Kollege mit uns zusammen, haben wir mal die ganzen Bakterien aufgeführt. Das sind diejenigen, die sind empfindlich und das sind diejenigen, die sind resistent. Und da sind solche dabei, wie die Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, aber auch die Salmonellen. Ich hatte Ihnen gesagt, dass Glyphosat auch eine zytostatische Wirkung hat. Das heißt also, dass Zellwachstum beeinträchtigen kann. Und diese Untersuchung, leider ist die Publikation immer noch nicht durch, aber es wird schon noch kommen. Wir sind hoffnungsvoll. Und die Kollegin, eine Biologin, hat Folgendes gemacht. Sie hat Mucin-bildende Zellen mit Roundup und mit Glyphosat behandelt. Und wenn sich eine Zelle abrundet, ist es ein Zeichen, dass sie das Leben aufgegeben hat. Das heißt also, Sie sehen hier, das sind schöne, schlanke Zellen, da sind sie noch lebendig, aber hier haben sie sich abgerundet und diese sind dann im Prinzip im Begriff abzusterben oder sie sind schon tot und hier hinten bei 100 Mikrogramm sind sie schon lange tot. Und Sie sehen hier 10 Mikrogramm Roundup, da sind fast alle Zellen abgerundet und das sind 10 Mikrogramm Glyphosat. Und das spricht für das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, was der Herr Mesnin aus Frankreich gefunden hat, dass also die Formulierung 125 mal toxischer ist als im Prinzip das Glyphosat allein. Ja? Also die Kombination macht es.
Nun werden Sie sich fragen, wie ist das, wenn Glyphosat im Futtermittel enthalten ist? Wie kommt letztendlich das Säugetier und der Mensch an das Glyphosat? Und man geht davon aus, und das BfR sagt, es sind nur 20%, aus der Literatur geht man von 20-30% aus, dass eben diese 20-30% nach oraler Aufnahme im oberen Teil des Magen-Darm-Traktes absorbiert werden. Wir finden dann auch dieses Glyphosat in den Darmwänden, zum Beispiel im Pansen von Rindern, oder wir finden das auch in den Mägen von Schweinen. Wenn man weiß, dass Schweinemägen als Hundefutter verarbeitet werden, dann können Sie sich vorstellen, wie viel dann im Hundefutter enthalten ist. Und wer einen Hund zu Hause hat, weiß, dass zum Beispiel auch Pansen getrocknet an Hunde appliziert wird. Tun Sie es lieber nicht. Das wäre die orale Aufnahme, aber man muss davon ausgehen, dass die inhalative Toxizität 1000-mal höher ist. Das heißt also, Sie brauchen eine geringere Menge, die inhalativ, also durch Einatmen, die gleiche Wirkung hat, als wenn Sie es oral aufnehmen. Das sind eine Frage, oder? Ja, wie kann man das einatmen? Also, wenn Sie am Feld wohnen, zum Beispiel, und der entsprechende Landwirt bringt das mit seinem Gerät aus und auf die Art und Weise wird verpachtet. Ne? Und das windet man ein bisschen. Der hat zwar Anweisungen aufgrund seines Wissens, dass er das zu bestimmten Witterungsbedingungen ausbringen kann, aber wenn da mal ein Wind aufkommt, kann der auch nicht dafür. Ja? Das heißt also, es kann hier verpachtet werden. Und eines ist sicher, wenn Sie das zum Beispiel auf ausgewachsenen Raps aufbringen, Sie haben vielleicht mal draußen auf dem flachen Lande gesehen, wenn Glyphosat auf diesem ausgewachsenen Raps aufgebracht wird, dann werden die Blätter gelb. Und da kann es verdampfen, es evaporiert, sagen wir. Das heißt also, es geht dann in die Luft, und es gibt Untersuchungen, die nachgewiesen haben, das haben amerikanische Kollegen gemacht, dass eben sowohl im Regenwasser als auch in der Luft Glyphosat nachgewiesen ist. Ja, bitte. Also die Aufnahme ist über den Sprühnebel ist... Über den als Aerosol. Ist wie viel mal gefährlich? 1000-mal gefährlich. Das ist ja Wahnsinn. Ja, und natürlich. Die dürfen das Fleisch bringen. Ja, und worin besteht die Toxizität dann? Ist das dann krebserregend? Oder? Da komme ich noch zu. Natürlich, es ist krebserregend, aber es ist auch so, dass hier insbesondere auch die Mitochondrien blockiert werden, weil es eben hier die Mitochondrien hat. Ja, wie überlebt denn diese Traktorfahrer? Oder aber die Tür ist zu. Wie weit kann das durch die Luft gehen? Also wir haben es noch nicht gemessen, aber es gibt Arbeiten über die Verfrachtung von Herbiziden. Das ist nicht nur auf Glyphosat bezogen, das geht über hunderte von Kilometern. Ich meine, es verdünnt sich natürlich. Ja? Sehen Sie, wir haben zum Beispiel in Bayern haben wir Rinder also Urine von Rindern aus gentechnikfreien Regionen untersucht. Die hatten zwar wesentlich weniger Glyphosat im Urin, aber die waren nicht negativ. Das heißt also, die leben nicht im luftleeren Raum. Sie auch nicht. Ja? Und ich auch nicht. Ja, ich habe eine Frage. Zurzeit geht es ja auch wieder ums Bienensterben. Da kam gestern eine sehr interessante Sendung. Und da war ein Imker, Experte aus der Ortenau, der extra im Wald seine Bienen hatte. Ja. Und auf einmal waren die alle tot. Also wo sich gar nicht wirklich erklären konnte, könnte da jetzt ein Grund sein, dass eben viel, viel weiter jemand das aufs Feld aufgebracht hat? Es gibt mehrere Gründe. Ich meine, wird ja auch im Wald Glyphosat eingesetzt, und den grünen Unterwuchs letztendlich niederzuhalten. Und wie wird das eingesetzt? Wird das gut aussehen, wie bitte? Im Weinbau auch. Ja, im Weinbau auch natürlich. Ja, also es war mitten im Wald. Ja, das kann im Wald gewesen sein. Aber die Frage ist ja auch immer, die Bienen fliegen ja auch ein ganzes Stückchen, ich glaube so um 6 Kilometer fliegen Bienen weit. Und es kann natürlich auch sein, also es stehen ja insbesondere die Neonicotinoide sehr stark im Verdacht, dass sie hier die Desorientierung der Bienen verursachen. Und die Neonicotinoide, die nutzt man ja auch um Getreide letztendlich zu Weizen. Ja? Und das wächst dann hoch mit in die Pflanze, kommt dann auch in die Blüten mit rein, und die Bienen nehmen es dann auf. Aber das Glyphosat? Das hat auch eine Wirkung. Ich habe auch schon Bienen untersucht, die hatten so 20 Mikrogramm pro Kilo Biene. Ja? Also ich habe nicht Kilo Biene, ich habe nur auf Kilo gerechnet. Ich hatte bloß ein paar, so 10 Gramm. Ja, bitte, Herr Präsident. Frau Böhle, gehen Sie noch ein auf die Bauern aus Norddeutschland? Da komme ich noch zu. Ja, okay. Richtig.
So, das heißt also, es gibt hier im Prinzip diese Aufnahme. Die Quellen, das wären Glyphosat, also Soja, Raps, GVO, Mais, aber auch Zuckerrübe und so weiter. Und was eben Herr Simon schon angesprochen hat, Getreide und Stroh nach Vorerntesituation. Vorerntesituation, das heißt, das Getreide steht noch auf dem Halm und dann wurde damit gesprüht. Und man nennt das auch Erntehilfe, weil das im Prinzip das Nachtrocknen des Getreides, es ist ja feucht, wenn es geerntet wird, und weil es das Nachtrocknen auf diese Art und Weise reduziert, das spart Energie. Und es gibt auch kontaminierte Brunnenwasser, der Rückstandshöchstwert bei uns in Europa für Trinkwasser liegt bei 0,1 Mikrogramm pro Liter. Im Verhältnis dazu in den USA 7000-fach höher, die liegen bei 700 Mikrogramm pro Liter. Und ich habe von Kollegen von den USA, also ich zeige Ihnen nachher noch die Werte, so der Durchschnittswert des deutschen Menschen liegt bei ungefähr 2 Mikrogramm pro Liter. Und die Amerikaner haben ungefähr 4- bis 5-mal so hohe Konzentrationen im Urin, weil sie natürlich auch hier das Glyphosat mit dem Trinkwasser aufnehmen. Und es gibt in den USA eine Gruppe, die nennt sich Moms Across America, eine ganz, ganz fitte Frau, Sen Honeycutt. Und die haben Muttermilch untersucht von Frauen, quer durch USA. Den höchsten Gehalt hatten sie bei einer Frau in Kalifornien gehabt, 166 Nanogramm pro Milliliter oder 166 Mikrogramm pro Liter, so viel pinkeln meine Kühe nicht aus. Ja? Das heißt also, dass hier so hohe Werte schon in der Bevölkerung vorliegen. Das sind, Sie hatten ja auch nach den Rückstandshöchstwerten, Höchstgehalten gefragt, also die sind unterschiedlich, Leinsamen 10 ist erst vielleicht vor 2 Jahren erhöht worden, Sonnenblumenkerne 20, Rapssamen 10, Sojabohne 20, Gerste 20, Vorsicht vor dem Bier, Mais 1, Hafer 20, Roggen 10, Weizen, Dinkel, Tritikale 10 und Süßlupine. Und das sind Untersuchungen eines norwegischen Kollegen, die hat er in den USA gemacht. Und zwar hat er biologisches Soja untersucht, 11 Partien, konventionell angebautes, aber nur mit Bodenbehandlung, keine Vorerntesituation. Und das sind hier gentechnisch veränderte Sojachargen. Und Sie sehen, rot, das ist Glyphosat und blau ist Amper. Ja? Das heißt also hohe Gehalte, hier 15. Und man rechnet im Prinzip Amper immer 1,5-mal wie Glyphosat. Das heißt also hohe Konzentrationen in diesem GVO. Wie kommt denn die EU-Kommission zu solchen Grenzwerten? Wie werden die festgelegt? Das müssen Sie die EU-Kommission und die Konzerne fragen. Interessant, gell? Ja. Das heißt, was macht das für eine Logik, dass Mais einen anderen Grenzwert hat als Sojabohne? Ja, das kann ich Ihnen sagen, weil der größte Teil des Maises noch kein GVO-Mais war. Und bei Mais setzt man relativ wenig Glyphosat ein. Ja. Sagen Sie doch kurz, wann der Grenzwert um das 150-fache hochgesetzt worden ist. Ja, naja. Vor kurzem, weil auf dem Welt-Soja-Markt kein anderer Soja angeboten wurde, beziehungsweise lieferbar war. Deswegen hat die EU-Kommission das nach oben gesetzt, um das 150-fache. Richtig. Also das sind natürlich immer dann Werte, die ausgehandelt werden. Ne? So wie letztendlich was gehalten werden kann. Ich meine, im Prinzip ist es so gewesen, bei Leinsamen hatten wir einen Wert, aber da muss man dazu sagen, alles was man nicht kennt, wird gleich 0,1 gesetzt. Und dann hat man mal untersucht und festgestellt, mein Gott, da ist ja ganz viel drin. Und dann hat man hier den Rückstandshöchstwert von Leinsamen auf 10 Milligramm pro Kilo mitgesetzt. Und es wird immer letztendlich auf der Basis von toxikologischen Untersuchungen, die man an Mäusen und Ratten macht. Und die Werte, die dann im Prinzip keinen Schaden anrichten, die werden mal 100 genommen und das rechnet man dann so auf den Menschen um. Ja? Das heißt also, das sind Hochrechnungen, das sind keine versuchsbasierten Zahlen. Wir haben Aminomethylphosphonsäure, das ist ein Abbauprodukt von Glyphosat. Das machen meistens die Bakterien, aber Soja kann das auch, hat ein Enzym, das letztendlich auch dieses Glyphosat zu Amper umbauen kann. Ich habe hier für unsere eigenen Untersuchungen, Sie sehen hier bei uns in Deutschland, das waren alles Mischproben, die waren noch lange nicht so hoch, die liegen so zum Teil bei ungefähr 1 Milligramm oder auch noch weniger.
Das ist hier ganz interessant, das waren Hundefuttermittel, ich musste die Namen rausnehmen, sonst hätten wir großen Krach gekriegt mit den Futtermittelproduzenten. Das heißt, wir haben hier, das war der Hund einer Studentin aus meiner Fakultät, Artus mit Namen, ein Leonberger, und das war eine Deckröde. Damit hat sie Geld verdient. Also der Hund hat gearbeitet und sie hat das Geld gekriegt. So. Also nochmal zu klar, dieses Milligramm, hier Kilogramm, das ist quasi das... Milligramm, die haben, das ist, nee, Milligramm pro Kilo, das ist eine antibiotische Dosis. Das ist eine antibiotische Dosis. Ja, natürlich. Richtig. Ja, ja, das ist richtig so. Aber nochmal zu dem Hund und dem Hundefutter. Und der Artus, der hat es nicht mehr gemacht, der konnte nicht mehr decken, hat also kein Geld mehr eingebracht. Und sie hatte sich dann an mich gewandt, ich sage, naja, wir gucken mal, wie, was ihr im Urin hat, das liegt so bei 1,4 Nanogramm pro Milliliter. Und dann haben wir hier im Prinzip die Hundefuttersorten untersucht, Sie sehen, einige waren hier über 1 Milligramm. Und dann haben wir den Hund auf Huminsäuren gesetzt. Es gibt ein sehr gutes in der Humanmedizin eingesetztes und in der Apotheke verkauftes Präparat, das heißt Activumin. Das ist eine Huminsäure und wir haben in unseren eigenen Untersuchungen festgestellt, dass Huminsäuren in der Lage sind, die Wirkung von Glyphosat zu neutralisieren. Und das war der Grund, warum wir das in der, bei Rindern, aber auch natürlich, wenn wir Hunde oder Katzen oder auch Menschen hier möglicherweise mit detoxifizieren wollen, setzen wir das ein. Und auch Artus fraß dann Activumin. Und er hat dann wieder schöne Kinderchen produziert. Das sind die Ergebnisse von Herrn Thehn. Der hat Untersuchungen in Argentinien durchgeführt. Und Sie schauen sich mal bitte an, die liegt hier als Summe bei 50, bei 97, bei 96. Das heißt weit, und das ist von 2013, weit über dem Wert, den wir als Rückstandshöchstwert hier bei uns in Europa haben. Das heißt also, dort wird so viel ausgebracht, weil man eben durch die resistenten Unkräuter immer mehr ausbringen muss, um die Unkräuter zu beherrschen. Und das sind dann nicht ein oder zwei Liter pro Hektar, wie das bei uns der Fall ist, sondern das sind 5-6 Liter, ja, die dort ausgebracht werden und die dann letztendlich auch das Endprodukt, die Sojabohne, kontaminieren. Ich habe hier unsere eigenen Untersuchungen noch mitgebracht, und zwar hatten wir im Urin von Rindern Glyphosat versucht nachzuweisen, was auch gelungen ist, und zwar haben wir hier mal deutsche und dänische Kühe gegenübergestellt, und Sie sehen, dass die Dänen viel mehr Glyphosat im Urin hatten als hier zum Beispiel die deutschen Kühe. Und dann hatten wir den Vergleich angestellt zwischen konventionell gefütterten Kühen und den aus gentechnisch freien, GVO-freien Regionen. Und Sie sehen, wesentlich weniger, hochsignifikant, aber nicht null. Und damit will ich nur sagen, die leben nicht unter einer Käseglocke, sondern auch ihre Futtermittel können hier leichte Verfrachtungen aufweisen. Für uns war natürlich interessant, sind auch die aus diesen Tieren hergestellten tierischen Lebensmittel kontaminiert. Und Sie sehen, ja, es ist so. Wir haben in den Nieren, in der Leber, Lunge, Milz, Muskel und auch im Darm haben wir Konzentrationen gefunden pro Kilo, wie sie auch pro Liter Urin ausgeschieden worden sind. . 2014 haben wir es publiziert. Der Kollege kam 2013 zu mir, und zwar ein dänischer Schweineproduzent. Und er brachte mir 40 missgebildete Ferkel. Die waren alle lebend geboren, brachte er mir nach Leipzig, weil sich in Dänemark niemand gefunden hat, der das untersuchen sollte oder wollte. Und wir haben diese Tiere, ich zeige Ihnen erstmal das erste Bild, das waren die Missbildungen, also spinale Veränderung ohne Ohr, Kopf total missgebildet, Zyklopenkopf, ohne Endextremitäten, Loch im Kopf, Riesenzunge, Mädchen oder Junge, man weiß es nicht. Und hier sehen Sie, dass der Magen-Darm-Trakt von diesem Tier mit diesem total aufgeblähten Bauch nicht verbunden war. Das heißt also, das Tier hatte eben einen unterbrochenen Magen-Darm-Trakt und konnte natürlich nicht mehr weiterleben. Ja? Das heißt also, der Landwirt hat dieses Tierchen dann eben euthanasiert. Pardon?
Und wir haben natürlich die Organe von diesem Tier, auch das Gehirn von diesen Tieren haben wir auf Glyphosat untersucht. Und Sie sehen, auch hier haben wir Glyphosat gefunden zwischen 0,4 und 19. Das waren auch Mikrogramm pro Kilogramm. Das sind also Werte, wie wir sie auch zum Teil im Urin von Rindern gefunden haben. Aber Sie sehen, es gibt hier große Unterschiede. Das hängt natürlich auch davon ab, wie dann im Muttertier diese Last verteilt wird. Wir hatten dann Untersuchungen durchgeführt in einem Dammwildbestand, und zwar auch in Sachsen, und zwar hatte der Besitzer dieses Dammwildbestandes mich angerufen und hatte gesagt, er findet, dass seine Tiere eine ähnliche Symptomatik zeigen, wie er sie im Fernsehen gesehen hat bei den Kühen oder auch, es wurden auch Aufnahmen von Gatterwild, also von Rothirschen, von einem bayerischen Bauern gezeigt. Und, aber sein Dammwild hatte eine ähnliche Klinik aufzuweisen. Und wir hatten dann von ihm ein Muttertier rausschießen lassen und haben dann den Fötus untersucht. Und Sie sehen hier die Konzentrationen an Glyphosat, 20, 60, 30, knapp 30 Nanogramm pro Gramm Gewebe waren dort enthalten. Und wir haben dann auch die Pathohistologie, also die geweblichen Befunde, erstellen lassen. Und da war eben insbesondere interessant, dass im Gehirn dieses ungeborenen Dammwilds, dass hier schon entsprechende neuropathische Veränderungen stattgefunden haben und dass insbesondere die Leber hier hochgradig schaumig verändert, dass hier auch die Kerne verändert waren und dass es auch zu Nekrosen gekommen ist. Wir nennen das Chromatinverklumpung. Das heißt also, das Glyphosat hatte hier wahrscheinlich eine Wirkung auf diese Organe von diesem Fötus gehabt. Ich komme zu Erkrankungen im Humanbereich, die ja jetzt zur Diskussion stehen. Und es gibt hier eine sehr schöne Studie von Samsel und Senef aus den USA. Und die haben sich insbesondere zu der Beziehung zwischen Zöliakie, das wäre diese Glutenunverträglichkeit, und dem Non-Hodgkin-Lymphom, das sind also kanzerogene Veränderungen im Lymphsystem. Und diese Wissenschaftler haben hier einen Zusammenhang erarbeitet, das heißt also, das ist hier von einer anderen Arbeitsgruppe, das ist von denen zitiert worden, und die haben festgestellt, dass bestimmte Bakterien im Darm bei Zöliakie massiv reduziert werden und dass diese Bakterien aber Gluten zu weniger toxischen Formen abbauen, aber das Glyphosat diese Bifidobakterien abtötet. Und ähnliche Untersuchungen haben wir auch publiziert, haben wir auch gefunden. Das heißt also, die Bifidobakterien, die zu den sogenannten guten Bakterien, können Sie auch als probiotisches Produkt in der Apotheke kaufen. Oder ich glaube, es gibt auch Joghurts damit mit Bifidobakterien. Das heißt also, diese werden durch Glyphosat getötet und abgetötet und beziehungsweise wachsen nicht mehr, können auch keine Enzyme bilden und deswegen können sie zum Beispiel auch das Gluten nicht entsprechend umarbeiten. Und eine andere Wissenschaftlergruppe, hier Katassi und Mitarbeiter, haben festgestellt, dass die Zöliakie auch das Risiko für dieses Non-Hodgkin-Lymphom vergrößern und dass auch das Glyphosat selbst mit dieser Erkrankung verbunden sein kann. Gerade in Südamerika gibt es eine Vielzahl von Hinweisen auf Nierenversagen bei Landarbeitern. Und hier hat man insbesondere, und das gleiche auch in Indien, hat man festgestellt, dass junge Landarbeiter auf Rohrzuckerplantagen an Nierenversagen letztendlich gestorben sind, in großen Zahlen. Und hat nach den Ursachen geforscht. Und man hat hier eine Arsenvergiftung über das Trinkwasser als mögliche Ursache herangezogen und hat hier auch ein Lösungsmittel im Verdacht gehabt, das eben in großen Mengen verwendet worden ist. Aber diese Rohrzuckerplantagen, die werden mit Glyphosat behandelt. Und dann gehen die Arbeiter dort rein und schlagen den Rohrzucker. Und das Glyphosat ist bekannt dafür, dass es bestimmte Enzyme in der Leber, die auch zum Beispiel für die Detoxifizierung von diesem Thylenol verantwortlich sind, dass diese zerstört werden und demzufolge das Thylenol nicht detoxifiziert werden kann.
Das heißt also, dass hier wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit das Glyphosat eine zentrale Stellung in dieser Detoxifizierung einnimmt. In Sri Lanka hat man ähnliche Untersuchungen durchgeführt und hat hier auch festgestellt, dass es hier letztendlich zu einer Epidemie von chronischen Nierenerkrankungen gekommen ist. Und das führte dazu, dass in Sri Lanka Glyphosat verboten worden ist. Und Sri Lanka hat als erstes Land Glyphosat verboten. Nancy Svensson ist eine Epidemiologin aus den USA. Und sie fasst zusammen, dass mehr und mehr Studien gezeigt haben, dass durch Roundup karzinogene und endokrine, also hormonelle Effekte in niedrigen Dosierungen auftreten, und zwar in Dosierungen, die niedriger sind als die Rückstände, die bei den GMOs zugelassen sind. Das heißt also, sie können mit niedrigeren Konzentrationen, also nicht mit 20 Milligramm, pro Kilo, sondern mit viel, viel geringeren Konzentrationen können sie derartige Erkrankungen verursachen. Eine Gruppe aus Asien, aus Thailand, hat hier insbesondere den Zusammenhang zwischen Glyphosat und Brustkrebs erarbeitet. Und zwar haben sie festgestellt, dass niedrige und umweltrelevante Konzentrationen von Glyphosat östrogene Wirkung besitzen. Und dass Glyphosat humanen hormonabhängigen Brustkrebs in sehr niedrigen Konzentrationen bewirkt. Und es gibt hier sogar, Sie wissen, dass in den Sojabohnen auch das Genistin, das ist ein Phytoöstrogen, vorkommt, und sodass das eben hier auch einen additiven Effekt hat. Das heißt also, diese Dinge sind annähernd belegt. Und das sind die neueren Ergebnisse von Lyon. Sie wissen, ich kann Ihnen sagen, dass in Lyon eine Arbeitsgruppe arbeitet, die International Agency for Research of Cancer. Das ist eine WHO-Organisation. Und die haben aufgrund von Meta-Analysen, die haben also alle Publikationen, die in irgendeinem Zusammenhang mit Krebs gestanden haben und Glyphosat, haben sie analysiert. Und haben festgestellt, dass Glyphosat genauso wie zwei Insektizide als wahrscheinlich, ich habe extra noch die englische Bezeichnung dazu, also probably karzinogen für Menschen klassifiziert wurde. Das ist eine völlig neue Einstufung, die hier erfolgt ist und die also hier die Toxizitätsstufe der Gruppe 2a letztendlich die darauf hinweist, weil nämlich Glyphosat DNA, also die Erbmasse und Chromosomenschäden verursacht und auch ein Hormonzerstörer ist. Die gleiche Gruppe sagt, dass es begrenzte Hinweise auf Kanzerogenität für Menschen, für das dieses Non-Hodgkins-Lymphom gibt, und zwar sind das Untersuchungsbefunde aus den USA, Kanada und Schweden. Und aber überzeugende Hinweise gibt es an Labortieren. Es wurden ja sehr viele Studien an Mäusen und an sind auch nicht zu reparieren. Weil natürlich gleich auf der anderen Seite zum Beispiel vom BfR die Aussage kam, ja wir haben ja noch Publikationen, die sind geheim, die könnt ihr nicht sehen. Und, aber letztendlich wurde von dem Chef dieser Truppe aus Lyon die ganze Geschichte so interpretiert und sagt, dass diese überzeugenden Hinweise können dadurch nicht geheilt werden. Das heißt also, dass diese überzeugenden Hinweise, dass es hier einen Hinweis gibt, dass es hier zu einer wahrscheinlichen, dass es ein wahrscheinliches Kanzerogen ist, dass das hier nicht repariert werden kann. Und die gleiche Gruppe hat nochmal darauf hingewiesen, dass auf der Basis von Tumorentstehung bei Mäusen bereits 1985 von der US-amerikanischen EPA, das ist die Environmental Protection Agency, Glyphosat als möglicherweise karzinogen für den Menschen, und die haben das dann in die Gruppe C eingeteilt, eingeschätzt wird, und erst nach einer Re-Evaluation der Studie durch die gleiche Agentur wurde 1991 es als nicht karzinogen bezeichnet. Das heißt also, ich weiß nicht, wer daran gedreht hat. Ja? Aber der letzte Satz ist wichtig. Obwohl die Resultate immer noch statistisch signifikant waren. Ja? Das heißt also, es ist hier letztendlich gedreht worden. So viel zum Glyphosat, was ich seit 5 Jahren in etwa bearbeite. Und auf Wunsch eines einzelnen Herrn, der dort sitzt, habe ich mich auch noch dem Glufosinat zugewandt.
Das Glufosinat, das ist das dritthäufigst angewendete Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft. Und hier ist interessant, es ist keine Neubildung, sondern es kommt in der Natur schon vor und wird von einem Streptomyces, also einem Bakterium viridochromogenes, wird es schon gebildet. Aber man hat hier letztendlich auch die herbizide Wirkung mit erkannt, festgestellt. Es wird hier ein bestimmtes Enzym, diese Glutaminsynthetase wird blockiert. Und eigentlich ist ja nur wichtig zu wissen, dass dann, wenn dieses Enzym blockiert wird, freier Ammoniak im Körper umherschwimmt. Und Ammoniak ist ein Zellgift. Das heißt also, dieser Ammoniak kann ihre Nieren ruinieren, die Leber ruinieren und auch das Gehirn. Und es kommt demzufolge auch zu zentralnervösen Symptomen bei Säugetieren. Aber Glufosinat wurde auch für gentechnisch veränderte Pflanzen verwendet. Das heißt also, man hat hier in diese Pflanzen zwei Gene inseriert, die dann diese Pflanzen resistent gegen Glufosinat mitmachen. Die Formulierung ist ein Ammoniumsalz, also so wie es dann ausgebracht wird. Es ist nicht selektiv, es ist ein natürliches Phytotoxin, also Pflanzentoxin. Und ich hatte Ihnen schon gesagt, es hemmt dieses Enzym, aber das gibt es dummerweise nicht nur in Pflanzen. Das gibt es auch in Bakterien, Hefen und in Pilzen, aber auch dummerweise in Tieren und Menschen. Wir haben alle diese Glutamin-Synthetase. Und es hat eine strukturelle Analogie zu der Aminosäure Glutaminsäure. Das hatte ich Ihnen schon gesagt, zwei Gene, die man dort in die Pflanze hineingebracht hatte, kodieren dafür, dass letztendlich diese für Glufosinat resistent wird. Und insbesondere die L, also das linksdrehende Glufosinat, ist besonders aktiv. Interessant, dass es hier eine Aussage von Hack und Mitarbeiter gehören zur Firma Höchst. Und diese sagen, dass die haben sich mit der Glufosinatwirkung auf die Glutaminsynthetase bei Säugern befasst. Und sie sagen, obwohl das Enzym vorhanden ist, gibt es nur einen leichten Anstieg von Glutamat. Und Glutamat ist ja ein exzitatorischer oder erregender Neurotransmitter und Ammoniak in den Geweben. Aber es gibt keinen Effekt auf Glutathion und den Kohlenhydratstoffwechsel. Und der Hersteller geht von der Kompensation der Hemmung dieses Enzyms durch andere Stoffwechselwege aus, wenn der empfohlenen Anwendung gefolgt wird. Das heißt also, obwohl Menschen und Tiere dieses Enzym besitzen, sagt man, es gibt genügend Kollateralen, die das dann abbauen können, macht also alles nichts. Ja? Das heißt also, es ist relativ gut verträglich. Es gibt allgemeine Risiken, das ist die Betrachtung der EFSA von 2005, die sagen, hohes Risiko für Säugetiere, niedriges Risiko für Wasserbewohner. Niedriges Risiko für Nicht-Zielarthropoden, also Insekten, die im Kartoffel- und Maisanbaugebiet existieren, aber man muss 5 Meter Sicherheitsabstand einhalten, um die anderen nicht zu schädigen. Und dann ist das Risiko für Nicht-Zielpflanzen gering, wenn bei Gebrauch in Obstplantagen oder Mais eine 5 Meter Pufferzone eingehalten wird. Und es gibt ein geringes Risiko für Vögel, Bienen, Regenwürmer und Bodenkornmäuse. Es gibt aber eine Einschätzung aus Schweden von diesem nationalen chemischen Inspektorat und die sagen, wenn es abgestuckt wird, kann es schwere Schäden verursachen. Es gibt schwere Gesundheitsschäden bei längerfristiger Inhalation. Es können auch Schäden bei Föten verursacht werden, insbesondere am Gehirn, am Neuralrohr und es gibt auch Lippenspalten. Ein mögliches Fruchtbarkeitsrisiko, es ist umweltgefährlich, toxisch für Wasserorganismen und man sollte unbedingt Schutzkleidung bei der Ausbringung tragen. Ich habe hier eine Arbeit gefunden von einer Gruppe aus Asien, die haben akute Toxizitäten bei Menschen untersucht und das waren Menschen, die haben sich versucht mit Glyphosat umzubringen. Man hat hier insbesondere gastrointestinale Symptome wie Schwindel, Erbrechen, Schmerzen, Durchfall gefunden,
neurologische Symptome, Krämpfe, Koma, respiratorische Störungen und der Tod trat häufig durch Zirkulationsstörungen, also des Kreislaufsystems ein und es gibt kein Antidot. Man kann also dann nichts dagegen machen. In einer anderen Arbeit von Watanabe von 1997 habe ich hier diese Abbildungen gefunden und zwar ist das die Kontrolle. Und das sind hier im Prinzip Nervenzellen von einem 10 Tage alten Mausembryo. Und alles, was schwarz ist, das sind hier nekrotische Zellen. Das heißt also, dass hier durch das Glufosinat hier die Zellen letztendlich abgetötet worden sind. Und man hat hier 30 Mikrogramm pro Milliliter von diesem Glufosat-Ammoniumsalz eingesetzt. Das heißt also, es gibt hier Effekte auf das Nervensystem. Ich habe mich natürlich auch mit versucht, etwas mikrobiologisch in die Sache eben hineinzubegeben und auch im Boden wird Glufosinat abgebaut zu dieser Methylphosphin-Propionsäure und es dauert aber eine gewisse Zeit, ungefähr 4 Wochen, dass 50% letztendlich abgebaut werden und insbesondere wenn man anaerobe Bedingungen hat, dann wird dieses Glufosinat auch zu CO2 dann letztendlich abgebaut. Die Glufosinatwirkung auf Bakterien hat insbesondere den Effekt, dass in der wissenschaftlichen Literatur darauf hingewiesen wird, dass hier insbesondere einige Bakterienspezies, insbesondere die Enterobakterien, mit beeinträchtigt werden und dass eben diese Glutaminsynthetase ein Schlüsselenzym für den Stickstoff oder für die Stickstoffassimilierung ist. Das heißt also, wenn ich hier letztendlich zum Beispiel Bakterien auf diese Art und Weise mit Glufosinat behandle, dann verhindere ich, dass sie Stickstoff assimilieren können, Stickstoff in ihren Stoffwechsel einbauen können. Ich komme nun zu den Schlussfolgerungen und möchte hier damit nochmal andeuten, dass Glyphosat und Glufosinat biozide Wirkungen besitzen, dass Glyphosat als Chelator wirkt, als Bakteriostatikum und auch zahlreiche Enzyme im Körper von Menschen und Tieren beeinflusst und dass Glufosinat auf ein Enzymsystem wirkt, das in allen Lebewesen vorkommt. Und damit danke ich mit meiner im letzten Jahr verstorbenen Kuh Alma für ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja. Ich habe unserem Kreisvorsitzenden vom Landesbauernverband erzählt vorhin, dass ich hierher komme. Ja, hat er sich überhaupt gehalten, ne? Und dann hat er gesagt, ja, für die Aufregung immer nicht verstehen, man wird ja immer alles in einen Topf schmeißen, in Glyphosat und Gentechnik und überhaupt, und das hat ja nichts miteinander zu tun, und überhaupt das Glyphosat würde ein Chelat bilden, genauso wie Aspirin ein Chelat bilden würde. Also er wird gar nicht verstehen, warum man sich da so aufregt. Also ich habe noch nie gehört, dass Aspirin ein Chelatbildner ist. Es ist ein Entzündungshemmer. Und ich meine, Chelatbildner sind natürlich von der Seite besonders, von der medizinischen Seite besonders kritisch zu betrachten, wenn sie in Nahrungsmittel und wenn sie zum Beispiel jetzt Nahrungs- oder Futtermittel inkorporiert haben, die dazu in der Lage sind, zu chelatieren, ihnen dann diese essentiellen Mängel und Spurenelemente wegfangen. Und das betrifft ja nicht nur jetzt die Spurenelemente, das betrifft auch das Eisen. Ja? Wir haben ja in der Bevölkerung große Eisenmängel. Ja? Also das ist das eine. Und das andere ist natürlich, ich glaube, er hat es nicht richtig verstanden, GVO und Glyphosat, die hängen doch miteinander zusammen. Man hat, sehen Sie mal, bis Mitte der 90er Jahre hat man ungefähr 500 Millionen Tonnen Glyphosat für die Behandlung von Ackerflächen verarbeitet. Und man hat aber fast 1000 Millionen hat man produziert. Ja? So, das heißt, man hatte Glyphosat ungenutzt, irgendwo in der Ecke rumstehen. Und da kam jemand auf die tolle Idee, dann hauen wir doch da ein paar Gene rein, die Pflanze letztendlich resistent macht und dann können wir noch mehr einsetzen. Und gerade diese GVOs, die glyphosatresistent sind, die hängen natürlich unmittelbar zusammen. Ja?
Naja, ich meine vor allem der Effekt, solange ich Glyphosat als Roundup, also als Totalherbizid anwende auf dem Boden, dann wird ja gesagt, werden die neutralisiert durch die Huminsäuren. Also über den Bodenstoffwechsel ist das nicht das Problem, sondern das Problem entsteht, wenn ich es direkt auf den Pflanzen anwende und sie in die Pflanzen reingehen. Und das ist eben bei GVO-Pflanzen, die resistent sind, wird es ja im stehenden Bestand angewendet und dann gelingt es eben in die Pflanzen rein und wird aufgenommen. Das ist richtig. Aber wenn Sie zum Beispiel mal die Böden betrachten, die Ruminstoffe in den Böden sind unter 1%. Normalerweise liegen sie zwischen, also wenn es ein guter Boden ist, zwischen 3 und 10. Und diese Ruminstoffe, die umfassen ja letztendlich auch die lebenden Mikroorganismen hier drin. Das heißt also, wir haben hier im Prinzip das Bodenleben auf diese Art und Weise ziemlich geschädigt. Und das hängt natürlich immer, wenn Sie zum Beispiel auf den Boden Glyphosat aufbringen, dann bindet sich das Glyphosat erstmal an die Bodenmatrix und zwar ziemlich fest. Wenn Sie aber auf diesem Boden einen Phosphat, ob es ein mineralischer ist oder ein organischer, also Gülle oder Gärrest, dann wird dieses Glyphosat aus seiner Bindung von der Bodenmatrix abgelöst, weil diese Phosphate eine größere Affinität zur Bodenmatrix haben und dann ist das Zeug erstmal wieder frei verfügbar. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass die Bodenmikrobiologie hier massiv geschädigt wird und der Rest rutscht Ihnen dann ins Oberflächenwasser oder ins Grundwasser. Ja, bitte. Wie würden Sie denn die Toxizität von Glyphosat und Glyphosinat im Vergleich zu anderen Herbiziden, die eingesetzt werden, zwar nicht in dem Maße, wie würden Sie das einschätzen? Also ich denke, es gibt auch noch sehr toxische, zum Beispiel das Paraquat ist ja ein sehr toxisches, aber da weiß ich das. Und das wird auch nicht so beworben, dass es im Prinzip biologisch abbaubar ist. Das ist das eine. Aber man muss natürlich immer berücksichtigen, dass Glyphosat, ich habe ja zu einigen Dingen Stellung genommen, das greift in bestimmte Stoffwechselwege ein. Insbesondere auch kann es hier Enzyme blockieren, die letztendlich zu diesem Zytochrom P450-Komplex, das ist ein großer Enzymkomplex, in der Leber, befindet sich aber auch zum Teil in den Darmwänden, insbesondere im Duodenum. Und da spielen zum Beispiel Enzyme, die zum Beispiel Toxine, Mykotoxine, auch andere Organophosphate oder auch Bakterientoxine degradieren, also Xenobiotika degradieren, eine große Rolle. Und gerade diese Enzyme werden durch Glyphosat geschädigt. Das heißt also, Sie können diese Toxine, auch andere Organophosphate, und gehen Sie doch bitte davon aus, wenn Sie ein konventionelles Lebensmittel oder Futtermittel, je nachdem, ob Sie Tier oder Mensch sind, zu sich nehmen, dass da nur ein entsprechendes Pflanzenschutzmittel enthalten ist. Das sind meistens mehrere. Das heißt also, die Untersuchungen, die eben durchgeführt werden, werden ja immer im Prinzip nur mit einem, zum Beispiel für die Zulassung. Es kommt ja nie in den Zulassungen zu Kombinationen von unterschiedlichen Herbiziden oder auch Fungiziden, sondern es wird immer nur eins untersucht. Aber wenn hier mehrere ausgebracht werden, angenommen Sie haben zum Beispiel Glyphosat eingesetzt und sehen, dass die Pilze hochkommen, dann geht der Bauer raus und benutzt nochmal ein entsprechendes Fungizid. Das heißt, Sie haben schon zwei von diesen entsprechenden Agrochemikalien mit auf die Pflanze gebracht. Ja? Ja, also ich hätte jetzt eine Frage, nachdem man jetzt da ja schon jahrelange Erfahrung sammelt und das feststellt, gibt es da auch irgendeine Studie, wie das sich langfristig auf die Böden auswirkt, beziehungsweise hat ja auch mit der Qualität vom Boden zu tun, schaut klar. Und das nächste, ich glaube, man hört jetzt gerade auch schon ein bisschen was darüber, wie sich das auf das Grundwasser bzw. auf Gewässer auswirkt. Also es gibt Untersuchungen, also erstmal zur ersten Frage, also über mehrere Jahre, ich weiß, dass die Kollegen in Stuttgart-Hohenheim, Herr Neumann, arbeitet auf der Problematik, dass da eben auch längere Untersuchungen durchgeführt werden und auch diese Arbeiten von Krämer und Zobiol, die legen ja eigentlich ganz gut dar, dass letztendlich die Menge entscheidend ist. Und die meisten Untersuchungen, die zur Zulassung von Glyphosat geführt haben, die wurden in Kalifornien durchgeführt. Das ist immer schön warm. So. Aber wenn Sie zum Beispiel bei uns Glyphosat im Herbst ausbringen, wer soll das Zeug noch abbauen?
Bakterienwachstum haben sie doch nicht bei 5 oder 6 Grad. Okay, und wie ist dann, wie kann man sich das vorstellen, so auf unsere deutsche Böden, da gibt es ja auch noch regionale Unterschiede. Natürlich, das hängt vom Bodentyp ab, ja, auf der einen, ja, Seite. Und bisher ist man davon ausgegangen, dass die Halbwertszeiten von Glyphosat, also zumindest hat der Hersteller gesagt, 14 Tage. Aber die Daten, die aus der Literatur kommen, die gehen davon aus, dass das mehr als 200 Tage, und Amber ist noch haltbarer im Boden. Das heißt also, dass die Verweilzeiten von solchen toxischen Substanzen im Boden wesentlich größer sind. Und wenn Sie hier zum Beispiel keine Huminstoffe mehr im Boden drin haben, dann haben Sie auch nichts mehr, wo was absorbieren kann. Also das, wenn man es mal ganz vereinfacht sagt, über die Jahre reichert sich das weiter an, obwohl die dadurch behaupten, täte sich abbauen, aber das... Ja, aber wer soll es denn abbauen? Ich meine, wenn Sie die Bakterien eliminieren, die dann letztendlich noch den Stoffwechsel, und dann gehen Sie bitte davon aus, dass durch gerade, ich komme ja nur aus dem östlichen Teil unseres Landes, wir haben große vielleicht Großbetriebe, 2000, 4000 Hektar. Und die gehen mit großen Maschinen auf den Boden. Das heißt, der Bodendruck ist riesig. Und das heißt also, sie haben keine aeroben Verhältnisse mehr, sondern anaerobe Verhältnisse. Und das Glyphosat wird zu mehr als 90% von aeroben Bakterien abgebaut. Ja? Das heißt also, sie brauchen Sauerstoff mit dem Boden. Und damit ist die ganze Geschichte hier auf der Strecke schon etwas reduziert. Bei welchem Willen, also wenn wir jetzt sagen wollen, wir möchten sie wieder hinkriegen, was glauben Sie, wie lange braucht es und was müsste, ja? Also ich kann Ihnen jetzt kein Zeitfenster sagen, aber ich denke, man muss etwas tun, und ich glaube schon, dass es einen Weg gibt. Ich weiß, dass es hier bei uns in Deutschland auch Landwirte gibt, die zum Beispiel Huminsäuren im Boden ausbringen, die auch zum Beispiel Torfe. Wir haben hinsichtlich der Glyphosat-Neutralisierung haben wir festgestellt, dass Huminsäuren eine gute neutralisierende Aktivität haben. Torfe haben eine sehr gute neutralisierende Kapazität und Zeolite. Ja, Zeolite, das sind Aluminiumsilikate, die sind sehr gut geeignet, sie können Glyphosat neutralisieren. Ja? Also das wäre eine Basis, aber ich glaube, es braucht viel Zeit, den Boden wieder einigermaßen hinzukriegen. Ja, okay. Ja, bitte. Ich möchte mal auf die Lebensmittel selber zurückkommen, ja, weil Sie ja gesagt haben, also es greift ein in den Stoffwechsel für die Produktion essentieller Aminosäuren. Ja. Na, dann greift es ein auf die Darmbakterien, das heißt auf die Vitamin K-Synthese, vielleicht auch auf die Folsäure-Synthese im Darm. Wenn die Lebensmittel schon weniger essentielle Aminosäuren haben, weniger Mineralien enthalten, dann geht es über diesen Chitinweg auch noch auf die sekundären Pflanzenstoffe. Ja, das ist ja quasi, das erzeugt die totale Abhängigkeit. Also andererseits. Naja, ja, ich meine, gehen Sie doch mal davon aus. Ich meine, bei Monsanto ist es noch nicht so, aber ein großer Teil der Firmen, die Glyphosat herstellen oder glyphosathaltige Produkte, die haben auch eine Pharma-Sparte. Und man muss sich hier Gedanken machen, der eine macht die Probleme und der andere, der hat die Medikamente dazu. Ja? Und ich habe bei mir in der Praxis Patienten, also gerade Übergewichtige, das ist nicht abhängig vom Gewicht, sondern da gibt es eine Gruppe, die hat eine ganz seltsame Körperzusammensetzung. Ja. Also die Menge an aktiven Zellen ist dermaßen reduziert, wie man sie sonst eigentlich nur bei Patienten findet, die jetzt eine Tumorerkrankung haben, also stark zehrende Erkrankung. Und ich frage mich immer, wo kommt es her? Also gehen Sie davon aus? Ja, wo kommt es her? Weil die Zellen sind wirklich trocken, laufen aus, haben kein Kalium oder Kalzium, ja, auch immer. Also das ist. Aber es gibt darüber, ich konnte aus Zeitgründen da nicht auf alles eingehen, aber es gibt hier entsprechende Untersuchungen, die sehr gut belegen, dass das Glyphosat auch letztendlich die Energiequellen, also die Mitochondrien, blockiert. Und wenn Sie zum Beispiel kein Mangan haben, Mangan ist wichtig für diese Peroxid-Dismutasen, ja? Das sind also die Enzyme, die zum Beispiel die Sauerstoffradikale wieder wegfangen können. Bei jedem Umsatz, auch bei jeder Immunreaktion, entstehen Sauerstoffradikale, die natürlich für die DNA schädigend sind und auch für Proteine und für Fette. Und demzufolge muss der Körper sich hier ein entsprechendes
Detoxifizierungssystem letztendlich mit entwickeln. Und dazu gehört zum Beispiel das Glutathion und dazu gehört auch das Vitamin E, das Selen und dergleichen. Bloß Vitamin E ohne Selen funktioniert ja nicht. Und wenn Sie Selen weggefangen haben, dann haben Sie natürlich hier diese Interaktion nicht. Ja? Das heißt also, wir müssen hier in diese Richtung denken. Und auf eine Sache, ich hatte nur bei Arthur darauf hingewiesen, aber es gibt eine sehr, sehr interessante französische Studie, die haben, ich glaube, 26.000 Männer untersucht. Da haben die festgestellt, dass die Fruchtbarkeit der Männer, also die Spermien, die vorwärtsbeweglichen Spermien, die noch gut jetzt befruchten könnten, das ist massiv zurückgegangen. Ja? Das heißt also, und jedes, ich glaube, die haben alle 2 Jahre untersucht, geht hier eine entsprechende Reduktion. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, weil das männliche Keimepithel sehr glyphosatempfindlich ist. Es ist noch viel empfindlicher als bei den Frauen. Ja? Ich habe vorhin zu Beginn der Veranstaltung von der globalen Brille und den globalen Augen gesprochen. Und ich war vor Jahren, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, schockiert über Bilder aus Argentinien und Paraguay, wo diese Mittel ja schon seit 2 Jahrzehnten oder 2,5 Jahrzehnten eingesetzt werden mit Flugzeugen und wo jetzt junge Frauen gentechnisch defekte, kann man sagen, gentechnisch defekte Kinder zur Welt bringen. Professor Carrasco hat es ja auch, der ist leider gestorben vor einem halben Jahr, er hat es ja auch genauso gewissenhaft und kämpferisch erforscht, wie Frau Dr. Krüger das in Leipzig gemacht hat. Und jetzt habe ich in der Sendung Kranke Tiere, kranke Menschen erfahren, dass es in Deutschland mittlerweile Landwirte gibt, die ihren Beruf nicht mehr ausüben können, weil sie mit Glyphosat verseucht sind. Haben Sie da mehr Informationen, als in der Sendung zu sehen waren? Sicherlich kennen Sie ganz viele von diesen Landwirten, die arbeitsunfähig werden, also die berufsunfähig geworden sind, weil sie so hohe Schmerzen haben und erkrankt sind. Und diese Brücke herzustellen zwischen einmal Argentinien und Paraguay, gibt es ja den tollen Film Racing Resistant von den Widerständen der Landarbeiter und Landarbeiterinnen, dann diese Mütterinitiative aus Argentinien, die einen alternativen Nobelpreis gekriegt haben. Dann verschiedene andere, Professor Carrasco, der Jahrzehnte geforscht hat zu dem Thema, Professor Andrioli, kennen Sie auch, aus Prorektor jetzt von Terra do Sul Universität in Südbrasilien, die ja vor massiven Problemen stehen, jetzt nicht nur was den Boden angeht und was die Pflanzen angeht, sondern was die Menschen angeht. Und diesen Blick müssen wir, glaube ich, schärfen. Und das Zweite, was ich vorhin noch gedacht habe, ist, was können wir tun? Was können wir hier tun, außer jetzt natürlich wie so eine kleine Graswurzelrevolution und wie so ein Stein, den man ins Wasser geschmissen hat, beim nächsten Essen, beim nächsten Familientreffen, in der WG, in der Praxis, egal wo, kommunizieren, darüber reden. Was können wir tun, damit dieses Glyphosat verdammt nochmal verboten wird? Also ich will erstmal Ihre erste Frage beantworten, nach den Landwirten, die unter Glyphosat bzw. unter Glyphosat-Intoxikation gelitten haben. Also mir sind wenigstens, zum Beispiel in Sachsen ein Bestand, das waren 200, und die beiden Männer waren sehr lange arbeitsunfähig und mussten erst langsam wieder aufgebaut werden. Das Gleiche, das heißt, 3 Brüder in Schleswig-Holstein wurden ja auch in dem Film gezeigt. Und einer von den Brüdern ist an Dickdarmkrebs gestorben. Ja? Und die beiden anderen, einer von diesen beiden Brüdern, die hatten im Prinzip absolute Unfähigkeit, noch ihre Muskulatur zu bewegen. Die konnten im Prinzip gar nicht mehr aufgrund dieser Intoxikation. Wir haben auch im Stuhl dieser Patienten, hatten wir auch Clostridium botulinum nachgewiesen, aber ich denke, das ist eine Mischung aus beiden. Auf der einen Seite die Intoxikation über das Glyphosat, die hat noch Glyphosat im Urin gehabt und wie gesagt eben diese Clostridium botulinum Keime und auch Toxin im Stuhl, sodass letztendlich der eine von den Brüdern in der medizinischen Hochschule längerfristig interniert werden musste, um hier wieder aufgebaut zu werden. Und
Und wie sind die in Kontakt gekommen? Oder in welchen Arbeits-, natürlich. Über Fütterung? Nein, die stehen zum Beispiel, wenn sie die Tiere melken, stehen die unten in einem Keller und die Kühe stehen da oben. Und wenn die von oben runterpinkeln, entstehen Aerosole und die atmen die an. Ja? Das ist ganz, und ich meine, es ist ja auch so, ich meine, Urin und auch Fäkalien, die trocknen ab und es entsteht eine Staubentwicklung. Wir haben zum Beispiel in diesem einen Bestand in Sachsen, haben wir auch Luftproben. Die hatte ich zu einem ganz anderen Zweck genommen, aber als Hausfrau und so schmeißt man den nicht weg und steckt es erst in den Kühlschrank oder in den Tiefkühlschrank. Und da haben wir diese Proben noch gehabt und haben hier mal geschaut, wie hoch der Glyphosatgehalt in der Stallluft war. Das war erschreckend. Ja, aber demnach müssen wir doch bei den Bauernverbänden doch jetzt mal draufkommen und die Urine der Bauern anschauen, weil ich komme aus dem Raum Erdmannhausen, da gibt es Schweinezüchter, die verfüttern hier genauso wie die Milchbauern Soja aus Brasilien, Paraguay und Argentinien und hauen das jeden Tag in ihren Tieren vor und atmen das ja auch natürlich ein. Die Stäube ein, aber ich meine, weil Sie gerade die Schweine ansprechen, es gibt viele Hinweise, ich arbeite da auch mit einem Futtermittelhändler zusammen, der sieht in den Schweinebeständen, dass die große Probleme mit der Fruchtbarkeit der Sauen haben. Mhm. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir zum Beispiel Huminsäuren ins Futtermittel wieder einmischen. Dann werden im Prinzip wird das Glyphosat gebunden, wird neutralisiert und dann stellt sich die Fruchtbarkeit wieder einigermaßen ein. Der Herr Pedersen aus Dänemark, der mir die 40 Werke gebracht hat, der hat mich genau untersuchen lassen. Der hat zum Beispiel festgestellt, wenn er ungefähr 1 Milligramm pro Kilo Futtermittel, Glyphosat im Futtermittel hatte, dann war die Rate an missgebildeten Ferkeln 1 zu 500. Wenn er aber nur 0,25 Milligramm pro Kilo Futtermittel drin hatte, dann hatte er ein missgebildetes Ferkel auf 1500. Das heißt also, je mehr du drin hast, umso größer ist die Häufigkeit. Und das liegt einfach daran, weil zum Beispiel, weil aus Vitamin A entsteht im Stoffwechsel Retinsäure. Und in einem bestimmten Abschnitt der Trächtigkeit, also der embryonalen Entwicklung, ist diese Retinsäure dafür zuständig, dass eben solche Missbildungen entstehen. Und die Retinsäure wird auch durch ein Zytochrom P450-Enzym abgebaut. Und wenn das blockiert ist, dann funktioniert das eben nicht. Also so ist der Zusammenhang. Zu dem, was wir noch machen können. Was wir tun können, ja. Also als erstes würde ich sagen, essen Sie Bio. Ne? Mhm. Das ist das, was ich Ihnen empfehlen kann. Aus dem einfachen Grunde, es gibt eine sehr schöne Meta-Analyse aus England. Die haben 343 Studien untersucht. Da hat man konventionelle Lebensmittel mit Bio-Lebensmitteln verglichen. Und hat festgestellt, dass die Konzentration zum Beispiel von den lebenswichtigen Polyphenolen, die also antiinflammatorisch, also entzündungshemmend wirken, 60-70% höher sind in den Bioprodukten. Dann haben sie festgestellt, dass Cadmium wesentlich weniger, ist ja ein Schwermetall, was sehr toxisch ist, in den Bioprodukten in wesentlich geringerer Konzentration vorkommt. Das hängt wahrscheinlich an den mineralischen Düngemitteln. Und was mich besonders beeindruckt hatte, war, dass sie festgestellt haben, dass sie nur in jedem vierten geprüften, biologisch hergestellten Lebensmittel noch irgendwelche Pestizidreste gefunden haben, aber nur in winzigen Mengen. Das heißt also, dass man auf diese Art und Weise die ganze Geschichte für sich selber erstmal minimieren kann, das wäre das eine. Und dann muss man natürlich, wie Sie schon richtig sagten, muss man das weitertragen. Ich meine, das ist auch hier eine Möglichkeit, dass Sie sich informieren und dann diese Informationen an Freunde, Bekannte weitergeben, um letztendlich etwas insgesamt zu erreichen. Ja, bitte. Also vorhin hieß es, dass die Sekation verboten sei. Ja, aber es gibt zwei Ausnahmen. Das ist Lagergetreide und Zwiebeln. Und das heißt also, wenn ein Landwirt auf seinem Feld Lagergetreide sieht, dann kann er entscheiden. Und die Frage ist immer die Kontrolle. Ja, ich will niemandem was unterstellen, absolut nicht. Aber wenn man das wirklich ernst nimmt, dann muss man es kontrollieren. Und wie gesagt, Lager und Lagergetreide und Zwiebeln sind die Ausnahme. Wer hat das verboten? Das hat das GVL verboten. Aber ohne Grund, haben Sie mir gesagt. Nur so. Ja, natürlich. Ich habe mit dem Alexander Bonde vor ein paar Tagen gesprochen. Er sagte, ja, wir können, solange wir nicht die Regierung bilden, können wir nichts tun.
Und dann sage ich zu ihm, aber es gibt 8 grüne Agrarminister in Deutschland. Ja, genau. Und dann sagt er, ja, sie hätten probiert, einen Antrag über den Bundesrat durchzukriegen. Der sei im Bundesrat durchgegangen, das Verbot von Glyphosat in Privathaushalten. Ja. Und der Bundestag hat es nicht aufgegriffen. Aber die Situation ist verboten. Ja, aber wie gesagt, mit den beiden Ausnahmen. Ja. Mit den, seit Mai letzten Jahres genau. Ist die Situation... Ja, Zwiewuchs zeige ich Ihnen in jedem Gerstenbestand. Ich auch, natürlich. Lagergetreide haben auch 80% dafür. Und wenn ich mich reinlege. Und die Kontrolle haben wir die gar nicht. Also wenn man jetzt nachschaut... In jedem Getreideschlag für nein, wenn man jetzt nachschaut... Ach so, Sie können es jetzt auf der BVL-Seite können Sie das nachmachen. BVL. Das war Mai 2014. Okay. War da hinten noch eine Frage? Die Frage war, was kann man machen? Ich war letzten Herbst in Denver bei einer Konferenz von Jeffrey Smith und da habe ich zum Beispiel auch die 10 Honeycutt getroffen. Ja. Und ich war dann überrascht am Samstag. Ging ich auf den Markt, wo ich eingeladen bin, den Farmers Market, und da hat es fast nur Organic, also fast nur Gegenstände gehabt. Ich war erstaunt, im Wilden Westen das anzutreffen. Und die Sven Hannigkeit und andere Frauen haben ja berichtet, wie sie extreme Probleme selber hatten mit der Aufzucht ihrer Kinder. Eine Frau, die hat 3 autistische Kinder, die hat eine Reihe nach. Und die haben eigentlich nichts anderes gemacht, als die Ernährung umgestellt. Und nach in der Schule Probleme, einfach nichts mehr gegangen und nach 4 Monaten hat sie gesagt, sei praktisch alles wieder normal, normale Leistung. Und dann bin ich im Scheißflug zum Flughafen gefahren und mit einem ins Gespräch gekommen. Da sagte er, ja, in Colorado, da haben wir das Irrigated Gut Syndrome, also das der Darmproblem. Und das hat ja Löcher, also perforiert. Ja. Und dann werden sie eben halt, haben sie Allergien, haben sie, weil es gibt ja Vergiftungserscheinungen und die haben dann Allergien und weiß nicht was. Und das löst sich eigentlich über die Ernährung. Es ist eine Ärztin da, also ich meine, was natürlich viel zu wenig gefördert wird, ist, dass man darüber berichtet, wie wichtig das gesunde Ernährung ist. Wenn wir es uns vorstellen, wir haben jetzt über Pharma- und Agroindustrie gesprochen, und das ist eine Riesenindustrie, die wir praktisch nicht brauchen würden. Also es gibt viele Arbeitsplätze, da haben wir schon Probleme mit den Sozis und die anderen, die damit verdienen, oder? Aber eigentlich haben wir eine Wirtschaft heutzutage, die eigentlich nur schadet. Also große Teile der Wirtschaft, und man könnte viele Probleme eigentlich beheben, indem man sich gesund ernährt. Kurze Frage, wenn ich jetzt Betroffenheit erzeugen will, brauche ich 24 Stunden Urin für Patienten? Oder? Nein, also am besten ist immer der Morgenurin. Ja, ja. Reicht. Ja, das reicht aus. Ja. Mhm. Können Sie... Und welches Labor? Biocheck GmbH Holzhausen. Mhm. Wie heißt das? Biocheck. Mhm. Ich habe dieses Testsystem dort hinten. Mhm. Ich wollte ganz kurz für alle beitragen, nachdem diese WHO-Erkenntnisse kamen, kam ein ganz toller Beitrag, der ist jetzt in der Mediathek bis Juni, von Fakt. Ja. Und wenn man da, das also muss man halt die Minutenangabe machen, also ich habe die Mühe gemacht, und da kann man eben Menschen, die jetzt neu in das Thema einsteigen, also weil bei Ihnen war es mal schon in der Stufe General, würde ich sagen, ja, kann man das sehr einfach, also oder auch in ein bisschen einfachere Worte, klar machen, um was es geht, wie umfangreich es ist. Und also das fand ich, war der beste Beitrag, den ich jetzt die letzten 3 Wochen erhalten habe. Das ist ja von Herrn Rummel gewesen, ne? Von Herrn Rummel. Ja, und da wollte ich dazu noch sagen, also in diesem Beitrag, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, ob es Niedersachsen war oder Schleswig-Holstein, da ging ganz klar hervor, dass also Kuhbauern, Milchbauern waren es, an Darmkrebs gestorben sind. Das ist dort vermehrt aufgetreten. Und dann haben die auch geguckt, was ist denn los. Also natürlich hat es in Deutschland schon einige Menschenleben gekostet. Na sicher ist es so. Ich meine, es gibt eine Unterschiedlichkeit. Also ich meine, wir sind ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, über den chronischen Botulismus an die ganze Sache angekommen.
Und mit Herrn Böhne aus Göttingen, das heißt, Böhne hatte das publiziert, der hatte mal all die Untersuchungsbefunde, hat er mal kartiert und hat geschaut, ob hier letztendlich eine Häufung stattfindet zwischen dem Nachweis von chronischem Botulismus, also von Clostridium botulinum, und der Rinderdichte. Und wir haben wirklich in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen haben wir die meisten Tiere und in Bayern. Aber die Bayern haben lange nicht so viel Fälle, weil die ihr Soja meistens aus Österreich und aus der Schweiz einkaufen. Und das ist nicht nur für Saatkundungen. Also ich wollte mir nur empfehlen, ich habe das sofort 40 Leuten geschickt und das geht am schnellsten und ich habe auch einiges in Reaktionen gekriegt. Also wenn man Katalysator sein will, findet man das in der Mediathek. Wie heißt das? Von Fakt. Das sind auf der Seite www.gentechnikfrei21.de, ich muss es einfach wieder sagen, da ist es drauf, da klickt er einfach auf hier klicken und dann auf hier und dann geht der Film auf. Also einfach mal ein bisschen auf der Seite rumsurfen, da ist der kranke, die kranke Tiere, kranke Menschen drauf und dann dieser Kurzbeitrag aus Fakt. Sie hatten gesagt, dass Glyphosat in Costa Rica verboten ist. Welche politischen Widerstände gab es? Das kann ich Ihnen nicht sagen, ich bin nicht in Sri Lanka gewesen. Aber ich kann Ihnen noch eine andere Sache sagen, die Russen, die haben bis 2017 haben sie ein Moratorium gemacht. Das heißt also, dass da bis dahin ausgesetzt wird, bis ausreichend wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen. Also es gibt schon hier eine Bewegung und die Glyphosat oder am Glyphosat arbeitenden Wissenschaftler hatten sich letztes Jahr in China getroffen, da waren auch die Russen mit dabei, die Chinesen. Und ich meine, die Chinesen haben auch ganz jedes Jahr 68 Millionen Tonnen Soja von USA und Argentinien. Und die haben so große gesundheitliche Probleme. Da hinten kam von ihnen der Begriff Autismus. In den USA und auch in China hat sich der Autismus um den Faktor 100 vermehrt. Ja. Das heißt also, dass Frau Senef hat hier einen ganz engen Zusammenhang zwischen Magen-Darm-Trakt, Mikrobiota und natürlich auch Mangel an Zink, an Mangan und dergleichen gefunden bei diesen Kindern. Ja? Und wenn man ganz, ganz hässlich prognostisch in die Zukunft schaut, sagt sie, dann ist jedes zweite Kind 2025 in den USA autistisch. Wenn es so weitergeht. Ja, bitte. Nur ein guter Tipp, also die Leute da drüben haben gesagt, man soll ja viel Sauerkraut essen. Das sehr gesund. Das haben Sie von mir, richtig? Ja. Ja. Aber die haben es auf Englisch gesagt. Sauerkraut, richtig. Sauerkraut. Wir haben das auch publiziert, und zwar, weil in Sauerkraut natürlich Acetylcholin drin, und da sind ganz viele Vitamine, C, B6, B12 ist drin, da sind auch viele Spurenelemente drin. Und viel Mangan, Lactobacillus plantarum ist der häufigste Keim in Sauerkraut, auch im Saft, und der hat Mangan akkumuliert und der spuckt das alles wieder raus, wenn wir es getrunken haben. Nicht jeder mag Sauerkrautsaft, ein Glas Sauerkrautsaft zum Morgen, vor dem Frühstück, aber ich kann es nur empfehlen. Also Sie können auch Sauerkraut als Kraut essen, ist genau ja. Also das ist schon klar, wir können uns gesund essen, aber letztendlich, Sie haben die globale Problematik angesprochen. Mich würde mehr interessieren, welche politische Wirkung man erzielen kann in einer Situation, wo die Zulassung neu läuft. Ja. Ist die EFSA zuständig? Jetzt Grunde hat es auch wieder auf die europäische Ebene abgeschoben. Auch das deutsche Amt fühlt sich nicht mehr zuständig. Man kann immer gern alles nach Brüssel abschieben, aber wir haben ja jetzt eine andere Struktur mit dem Europäischen Parlament. Das heißt, jeder kann eigentlich morgen seinen Europaabgeordneten anrufen und fragen, was er dazu tut. Und den Sozialdemokraten kann man sagen, dass im Ökolandbau wesentlich mehr Arbeitsplätze entstehen als in der konventionellen Landwirtschaft. Und dadurch wird der Abbau dieser Arbeitsplätze offensichtlich mehr als kompensiert. Genau. Ich finde, das ist völlig richtig und ich meine, Sie hatten es ja vorhin schon mal angesprochen, wir müssen das natürlich auch unter diesem Aspekt von TTIP, von diesem transatlantischen Abkommen mit berücksichtigen. Wir haben hier eine Wissenschaftlergruppe unter Herrn Kaltenborn aus Marburg, haben wir einen offenen Brief an Frau Merkel geschrieben und haben all die Fakten aufgeführt, die dazu führen, wenn wir das TTIP hier durchwinken, was uns alles blüht. Und wir haben dazu auch ein E-Buch geschrieben und ich habe diesen Teil über Glyphosat geschrieben, sozusagen als unter der Feststellung, was uns alles blüht, wenn wir das einfach so durchgehen lassen.
Und das bedeutet ja, dass eine Vielzahl und dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit dann auch diese GVO-Pflanzen mit nach Europa bekommen, die wir ja zurzeit nicht haben, sondern wir kriegen ja nur die Futtermittel, was auch schlimm genug ist, hier mit her. Aber ich denke, jeder an seiner Basis, und deswegen halte ich auch Vorträge, um die Leute zu informieren, das mache ich ja nicht nur hier, sondern auch an anderen Stellen, damit wir die Leute informieren, was da eigentlich im Prinzip im Gange ist, um sie auch wissen zu machen. Und vorhin kam auch der Hinweis, Lebensmittel, einfach auch, wenn die jungen Leute mehr darauf hinweisen, bitte nicht nur Convenience, also fertige Produkte kaufen, sondern mal selbst kochen, gute Lebensmittel einkaufen, man braucht gar nicht so viel. Und weniger ist immer mehr. Gute Veranstaltungen, ich darf einen Veranstaltungstipp, Werbepause jetzt geschwind. Morgen Abend um 19.30 Uhr im Schlosskeller in Marbach ist Frau Dr. Krüger nochmal da und da geht es um, da ist ein Arzt, ein Humanmediziner da, praktizierender Arzt aus Backnang und sie, moderiert von Sebastian Engelmann, der arbeitet in der SWR-Redaktion beim Clemens Batzler und da geht es um die Frage, wie können wir uns schützen. Wir hatten schon die Veranstaltung von heute, hatten wir ja in Backnang schon mal. Die zweite Werbepause, oder der zweite Beitrag in der Werbepause ist TTIP. Am 16. Mai demonstrieren wir zum zweiten Mal am Samstag erstmal hier in Stuttgart, am Urweinsplatz trifft man sich da um 10 oder 11 Uhr, glaube ich. 11 Uhr. Ganz wichtig, ganz wichtig. Und am 16. Mai findet eine kleine, feine, aber sehr, sehr bunte und kreative Demonstration zum zweiten Mal statt in Marbach am Neckar von unserem Verein und von einem lokalen Bündnis dort. Letztes Jahr waren wir 500 und dieses Mal werden wir garantiert 1000 und ganz viele, viele, viele Traktoren und Imkerwägen und Imker, die da mitlaufen. Ganz wichtig ist das Thema TTIP und das finden Sie bei uns auf der Homepage auch. Den Hinweis mit den Europaabgeordneten erachte ich als ganz, ganz wichtig. Das Umweltinstitut in München ruft da auch dazu auf. Und da muss man nur anklicken und landet dann gleich auf der Seite. Oder Kampakt, glaube ich, macht das auch. Weil es geht um die tatsächlich um die Neuzulassung für die nächsten 10 Jahre. Da haben wir Möglichkeiten, vor allen Dingen nachdem die Weltgesundheitsorganisation das so eingestuft hat. Und da will ich ihr ganz arg Danke sagen, weil die Frau Dr. Krüger ist eine von den Wissenschaftlerinnen in Deutschland, die dieses Thema gepusht hat und die das auch ernst genommen hat mit dem BUND und allen möglichen anderen Organisationen. Und hat sicherlich nie gleich gehabt, immer an der Uni in Leipzig, und ich weiß, der Nachfolger hält von dem ganzen Thema gar nichts, und das Thema, die Forschung über Glyphosat, wenigstens an der Hochschule, wird eingehen, wird nicht mehr geforscht, außer jetzt den vielen lieben Menschen, die da hinten stehen. Ja, das sind alles die Doktoranden, die haben hoffentlich dann hinterher auch eine Stelle irgendwo, aber so wird auch deutlich, werden solche wissenschaftlichen Einrichtungen bzw. solche profilierten Professorinnen und Professoren in Deutschland behandelt. Und kann man nur unterstützen. Also ich habe neulich einen Link gekriegt auf eine Vorlesung von dem Thierry, diesem kanadischen Genforscher. Okay. Und das Gute daran ist, dass man da eben nochmal nachschauen und nachlesen kann. Der hat 13 internationale Studien, zum Teil andere, die Sie jetzt erwähnt haben, sauber aufgeführt, wo man sich die Quellen alle noch rausholen kann. Meine Frage ist, können Sie auch Ihren Vortrag mit den Dingern auf YouTube stellen, dass man das entsprechend verbreiten kann? Es ist alles mit drin, also das sind viele Vorträge von mir sind im Netz, von denen Die findet man. Aber der hier ist ja jetzt auch mitgeschnitten. Ja. Also okay, weil ich finde es eben wichtig, dass man diese ganze Latte an wissenschaftlichen Studien hat, weil das bildet ja langsam eine kritische Masse, wo man eigentlich noch da nicht mehr. Ich habe immer die Vorträge an, wo ich Vorträge halte, die Leute können das dann im Prinzip ins Netz stellen und das schieben auch eine ganze Menge im Netz. Okay. Ja, bitte.
Ich möchte fragen, also ich bin fast stumm, diese Begriffe ist mir ja ziemlich fremd, aber ich weiß, dass künstliche Düngen gibt und bestimmt Deutschland oder wer das produziert, schickt auch nach Türkei. Was ist jetzt DDT oder wie viel sie heißt? Naja, Sie meinen das DDT, das war ja mal, es ist ja verboten seit Mitte der 70er Jahre, glaube ich. Ne? Sie haben mehr als genug. Nur die Anwendung hier, die Produktion nicht. Die Produktion nicht, nein. Ja. Wir haben mehr als genug unten. Ja. Und die andere Sache bestimmt auch, oder? Ich habe auch schon untersucht, ich war letztes Jahr in der Türkei und übrigens arbeiten die dort sehr viel mit Huminsäuren in der Türkei. Mit Huminsäuren. Neutralisieren. Sie wussten noch nicht, dass man es neutralisieren kann, ich habe es ihnen erzählt. Und ich habe auch dort zum Beispiel Brot untersucht, das ist ganz schön voll mit Glyphosat. Ja? Also wenn ich irgendwo unterwegs bin, nehme ich mir mal Brot mit und dann über den Tisch. Ich glaube Ihnen schon. Also mein Problem ist, ich bin so wählerisch und alle meine Bekannten, Verwandten oder mit wem ich mich zufällig treffe, die sagen, ob ich noch zu retten bin. Das macht nichts. Nee, aber ja, das macht mir ja nichts. Aber ich kann ja nicht Details erklären, wieso, warum. Grob versuche ich, wie gesagt, die sagen, ob ich noch zu retten bin. Zum Beispiel, ich habe auch sehr enge Kontakt mit Zypern. Ja. Und die letzte 10 Jahre mit dieser Eröffnungsgeschichte. EU-Beitritt. Nein, da ist ja seit 10 Jahren durch UNO ist die Eröffnung. Und da ist auch gefördert wird, die waren fast Selbstversorger vor 10 Jahren. Aber jetzt wird landwirtschaftlich gefördert, das heißt, die züchten Hühnchen dass die sich nicht vom Boden heben können. Im Dunkeln mit Licht und ständig Fress, also die wird groß. Die können nicht mehr laufen. Überhaupt nicht aufstehen. Ja. Und in kurzer Zeit also geschlachtet und haben die Tierflächen, große, da das und so. Die Kühe wird auch Kraftfutter. Das heißt, ich habe gelesen auf dem Packung aus Kotonsamen, also Kotton, Baumwolle. Ja, und Blumen, Sonnen. Das heißt, bei uns mit Coton und Sonnenblumen, da wird auch viel. Naja, das ist ganz typisch. Ne? Denn auch Baumwolle ist ja auch schon GVO verändert. Das heißt also, in Indien wird zum Beispiel Baumwolle angebaut aus gentechnisch veränderten Baumwollsamen. Und es wird auch mit Glyphosat behandelt. Und es haben sich schon sehr viele Landwirte dort mit Glyphosat umgebracht, weil sie die Pacht nicht mehr bezahlen konnten. Ja. Und hier eine indische Physikerin, die hat auch den alternativen Friedensnobelpreis, Vandana Shiva, hatte darüber berichtet, ja, wie viele Landwirte sich schon dort zu Tode gebracht haben, weil das, was versprochen worden ist, dass man mit diesen GVO-Baumwollsaaten und Einsatz von Glyphosat große Gewinne machen kann, das hat sich nicht bewahrheitet und demzufolge sind viele eben bankrott gegangen. Ja? Und ich denke, dieser Baumwollsamen enthält natürlich dann auch Glyphosat und wenn Sie das ins Futtermittel mit reinmachen, haben Sie natürlich auch eine entsprechende Kontamination. Ja, ich. Okay. Jetzt, ich will ein bisschen auf die Uhr gucken, weil wir auch hier raus müssen. Machen wir noch zwei Wortmeldungen. Zu TTIP, also
der große Unterschied zwischen, zwischen Amerika und Europa ist ja eigentlich, dass Europa das Vorsorgeprinzip hochhält. Ja. Ich bin ja aus der Schweiz und das ist auch eigentlich, aber im Prinzip wird es ja auch nicht mehr 100% eingehalten, aber das würde komplett fallen, weil in Amerika, da muss der Geschädigte beweisen, dass es, oder sogar eine Studie präsentieren und alles dokumentieren. Und das in Europa, eigentlich hätten sie die Pflicht, mit dem Vorsorgeprinzip, das zu verifizieren, ob das schädlich ist oder nicht. Aber bei GEFO macht es so. Aber das ist eigentlich, das kann man am besten erklären, bezüglich TTIP, also das ist top gefährlich, was da Ich denke schon, dass es ganz gefährlich ist und dass man wirklich alles tun muss, dass das nicht realisiert wird. Ich glaube, das liegt jetzt in den Händen aller Verbraucher. Also in Argentinien und wo das schon ganz lange gemacht wird, mit Glyphosat, also Gentechnikfelder im größten Maßstab, da gibt es ja inzwischen schon jede Menge Unkräuter, sogenannte Unkräuter, die dann nicht mehr, also die trotzdem wachsen, obwohl sie ja einfach eigentlich verhindert werden sollen. Und dann spritzt man immer mehr und auch alte giftige Mittel, die man eigentlich nicht abwenden wollte. Also auf gut Deutsch, im Grunde wird ja alles, der ganze Boden, alle Mikroorganismen auf die Weise zerstört. Also ich habe so die Perspektive, ja auch unter dem Thema Ernährungssicherheit, da geht ja langsam alles kaputt. Auf die Schiene halt eben alles mit Gentechnik und Monokulturen zuzulassen. Naja, ich glaube, das hat noch eine andere Seite. Ne? Denn ich meine, wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Patent, wie zum Beispiel Monsanto, auf einen GVO-Soja oder auf ein anderes Getreide oder auf ein Getreide hat, dann muss im Prinzip bezahlt werden. Und Sie kannten ja noch Percy Smith, was er für Trouble gehabt hat mit seinem Raps, ne? in Kanada. Das heißt also, hier kommen diese Sachen dazu. Und was Sie schon richtigerweise sagten, dass natürlich durch den permanenten Einsatz die Bodenmikrobiologie gestört wird, was ich eben besonders sehe, die Kreisläufe werden verhindert. Und ich meine, wenn wir zum Beispiel bei uns sehen, und das ist auch mein kritischer Ansatz an die Politik der Bundesrepublik, wir haben einen großen Anteil unserer landwirtschaftlichen Nutzflächen haben wir mit Mais besetzt. Aber dieser Mais wird nicht als Futtermittel verwendet, sondern geht in die Biogasanlagen. Und diese Flächen fehlen uns für die Futterproduktion und die kaufen wir dann von Südamerika und von Nordamerika. Aber ich will es mal ganz profan sagen, die Haufen, also das heißt die Fäkalien, werden hier abgesetzt. Und die kommen auf die Felder und das sind Fäkalien, die für den Boden nicht besonders akzeptabel sind, weil ein großer Teil, das sind eben zum Beispiel die koliformen Keime, die mit der normalen Bodenmikrobiologie gar nichts zu tun haben. Und ich weiß von Biobauern bei uns aus Sachsen, die geben maximal 15 Tonnen Gülle auf einen Hektar. Und die Norm sind 50 und 100 Tonnen pro Hektar. Pro Jahr. Pro Jahr, richtig, ja. Das heißt also, dass hier eben maximal Gülle oder auch Gärrest hier auf die Flächen aufgebracht wird und das kann der Boden nicht kompensieren, das geht gar nicht. Der Boden hat auch seine eigene bodenständige, wir sagen autochthone Flora, die ist von jedem Bodentyp abhängig. Wenn Sie jetzt da noch Gülle oder auch Gärreste draufbringen und die haben sehr viele, viele andere Keime, dann muss der Boden damit erstmal fertig werden. Das geht sowieso ins Grundwasser, hat man ja auch. Das geht auch ins Grundwasser, natürlich geht es so. Ja, das hängt aber vom Bodentyp ab. Ne? So, die letzte Frage. Ich will bloß das eine ergänzen, die Landeswasserversorgung, die ja ihr Wasser in den Donauniederungen in Ulm hat, die hat also ein sehr großes, massives Problem mit dem Nitrat im Grundwasser. Und die Politik, die macht es wie mit den drei Affen, nichts hören, nichts sehen, nichts gehen. Und vor allen Dingen natürlich. Es ist zum Davonlaufen. Ja, und wir wollen aber können nicht davon laufen, weil das Einzige, was uns so übrig bleibt, ist, sich einzumischen und sich anstiften zu lassen, beziehungsweise selber anzustiften. Die Veranstaltung wurde ja auch unterstützt vom BUND hier in Stuttgart und auch vor allen Dingen auch von den Anstiftern. Und da will ich mich auch ganz arg bedanken bei den Organisationen.
Ich denke, das war ein Einstieg hier für heute Abend, mal ein Thema hier zu transportieren, was vielleicht noch nicht so ganz selbstverständlich ist, in Stuttgart drüber nachzudenken. Ich weiß, dass es viele Initiativen gibt und dass es Initiativen gibt wie Blattsalat und solidarische Landwirtschaftsinitiativen und andere Dinge, die rund um das Thema nicht Nahrungsmittel, sondern Lebensmittel kreisen. Und ganz wichtig ist, die Frau Dr. Brüger hat es ja gesagt, Bio kaufen, Bio essen und auch selber kochen vor allen Dingen. Also nicht nur einzukaufen und in den Supermarkt, ins Supermarktregal zu greifen, sondern selber mal ein Gericht aus Naturalien zubereiten und kreativ zu sein in der Küche. Es gibt viele, viele, viele gute Ansätze und auch viele Tipps dazu. Und ja, ich habe mir jetzt überlegt, was schenke ich hier oder wie bedanke ich mich bei der Frau Dr. Brüger. Ich sage, ich darf sie ja morgen nochmal erleben, in einem anderen oder in einem noch größeren Zusammenhang, nämlich mit, wie können wir uns davor schützen. Da ist mir das neueste Buch von George Ziegler in die Hände gefallen, natürlich als allererstes. George Ziegler, Sie kennt George Ziegler, weil es der Sonderberichterstatter der UN war, ein Streiter, ein mittlerweile 80 Jahre alt Sonderberichterstatter der UN für das Menschenrecht auf Nahrung und unterwegs, da kommt auch im Juni, am 3. 4. Juni nach München zu dem Gegengipfel zu G7, findet in München eine große Veranstaltung statt, da ist der George Ziegler auch anwesend. Und dieses Buch hat den tollen Titel Ändere die Welt. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Es ist auch zum Teil eine so nicht ungewöhnliche Kost wie heute mit vielen Formeln und vielen Dingen, die vielleicht nicht so ganz geläufig sind. Es ist eine soziologische Betrachtung dieser Welt. Ganz, ganz toll geschrieben und damit will ich einfach Dankeschön sagen. Ja, ganz herzlichen Dank. Die Veranstaltung wurde ja aufgezeichnet von Fritz Miedert hier von den Einschippern.